Wir begrüßen euch recht herzlich zur allerersten Folge der Talk in der Natur. Aber bevor ich euch erzähle, was wir hier heute machen, würde ich vorschlagen, ihr stellt euch einmal kurz vor, Name, Alter, was euch so spontan einfällt, damit die Leute auch wissen, wen wir denn da als Gäste haben. Ja, fang an. Alles klar, also ich bin der Dominik, ich komme aus Engelskirchen, bin 34 Jahre alt und bin leidenschaftlicher Wanderer und fahre auch ab und zu mal gerne Fahrrad, aber das ist eher seltener und ja, gehe halt gerne wandern. Sehr gut. Entschuldigung, ich bin total... Nein. Ich habe auch gesagt, das habe ich auch in dem Infovideo gesagt, das ist halt so, das soll spontan sein, das soll jetzt hier keine gestellte Sache sein, wie bei RTL oder sonst irgend sowas, ne? Das ist live, das ist echt und so soll das auch sein. So, mein Lieber, jetzt bist du dran. Mein Name ist Sebastian, hallo, lieber Jörg, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön, gerne. Ich betreibe den YouTube-Kanal Outdoor mit Sebastian, gehe ja auch seit mehreren Jahren leidenschaftlich wandern. Und ja, ich bin, du hast ein Alter gesagt, wie soll ich überlegen? Ich bin 39, wohne in Köln und ja, mehr wird mir jetzt gerade auch nicht einfallen. Und sehr gut, also dann wisst ihr schon mal, wer unsere Gäste heute sind. Aber bevor es hier richtig losgeht, kommt jetzt erstmal das granatenmäßige Intro von Bastian und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, dieses Format lebt ja nicht nur vom Gespräch, sondern auch vom Kochen. Ich kann vielleicht mal kurz erzählen, was ich koche. Für mich, bei mir gibt es heute eine vegetarische Bolognese-Soße mit Nudeln. Die habe ich extra vorbereitet schon. Also, von Maggi. Das war keine Schleichwerbung, ich habe alles selber gekauft. Ich möchte es möglichst einfach heute machen. Was machst du heute? Was ganz Leckeres. Was ganz Feines und Einfaches auch von Maggi. Ravioli. Sehr gut. Ja, einfach Dose aufschrauben und reinfüllen. Fertig. Und ein bisschen warm machen. Ja. Bei mir gibt es heute Maultaschen, vorgekocht in Brühe und danach angebraten in Butter mit Speck und Wustersoße, die ich aber vergessen habe, glaube ich. Leute, ja, ich hatte eben schon so das Gefühl gehabt, dass ich irgendwas vergessen habe. Ich habe die Wustersoße vergessen. Aber gut, müssen wir so durch, kriegen wir auch ohne hin. Ja, also ich weiß nicht, wie es mit Getränken aussieht. Ich habe euch ja einen Becher hingestellt. Da ist eiskalte Cola, sehr Wasser. Gut. Buttermilch sehe ich da auch schon. Also genau, der Jörg hat uns hier so einen Becher geschenkt. Vielen Dank. Richtig klasse hier mit dem Emblem drauf, ne, was er sich da ausgedacht hat. Immer heiter weiter. Ganz genau. Dann hat der Dominik 3 Buttermilch mitgebracht und ich habe 3 Buttermilch mitgebracht. Also wir sind hier mehr als redundant ausgestattet heute. Ne? Richtig klasse. Also wenn das hier zu einer Survival-Situation kommt, dann werden wir einige Tage überleben. Da werden wir hier nicht verdursten und nicht verhungern. Ja. Ja. Genau, ich würde auch anfangen mit einer Buttermilch. Dominik, ich nehme da mal von dir eine Buttermilch Erdbeere. Welche ist dir lieber? Die du haben möchtest. Dann nehme ich auch die mit Erdbeere. Es gibt auch Kirsche, Himbeere, kannst du... So, und ich würde meine jetzt auch tatsächlich wegexen. Ich hatte einen über 40 Kilometer langen Fußmarsch hierher. Also, Prost. Schön, dass ihr da seid. Ja. Freue ich mich sehr, dass ihr meine ersten Gäste seid. Geschichte dazu, die können wir ja gleich auch nochmal erzählen. Ich muss die nochmal gerade zurückstellen, wird die ein bisschen kühler bleiben für später vielleicht auch. Also, ja, dann. Prost! Auf Prost euch! Zusammen. Ja. Prost. Prost! Erdbeere, Pfirsich, Nektarine. Prost! Prost! Sehr lecker. Gut. Geil! Das Zeug geht immer, das ist so knaller. Er haut sich die immer direkt komplett weg. Ja. Aber das ist doch gar kein Genuss mehr, das ist einfach nur reinschütten. Ja, also für mich ist. Also ich bin eher merkwürdiger Genussmensch, also auch Schokolade, Süßigkeiten. Das schmeckt mir nur, oder ich habe nur richtig Freude dran, wenn ich mir richtig reinstopfen kann. Ja, mir geht es bei Chips genauso, ja. Der Mund muss voll sein. Die Tüte muss direkt weg sein, genau. Muss leer sein. Es gibt ja so Leute, die von einem Snickers eine Ecke abbeißen. Habe ich schon beobachtet, ne? Ja. Also ein Snickers, einmal reinbeißen, ist die Hälfte weg. Ja. So, ne? Als Beispiel. Nee, da stimme ich dir schon zu. Also wenn ich abends auf der Couch liege und wir ein bisschen Fernsehen gucken, da kommt da so eine Tüte Chips um die Ecke. Da kann sie keinen Rest drin lassen. Nee. Es soll ja eine ganz seltene Art von Shaolin-Mönch geben, die es schaffen, einen
Chip zu essen und dann aufzuhören. Ja gut, ich sag mal so. Das sind ganz harte Jungs. Das sind sowieso die härtesten, ne? Ich hab mal die 13 Kammern der Shaolin geguckt. Kennst du den Film? So ein Spielfilm? Ja, das ist sowieso ein Actionfilm, irgendwie sowas in der Art. Und um da als Shaolin-Mönch aufgenommen zu werden, musst du die 13 Kammern bestehen. Mit unterschiedlichen Aufgaben. Und so. Das habe ich auch gesehen schon mal. Sagt mir irgendwas. Total verrückt. Wollen wir mal mit der ersten Frage anfangen, die ich für jeden vorbereitet habe? Gerne. Und zwar hätte ich gerne mal gewusst, ja, wer von euch anfängt, das bleibt euch überlassen. Welchen Gegenstand habt ihr immer dabei, bei jeder Wanderung, aber ich meine damit nicht irgendwelche alltäglichen Gegenstände, so wie Portemonnaie, Schlüssel, Handy oder sowas. Okay. Oder habt ihr einen Gegenstand, sagen wir mal so? Ich hatte tatsächlich einen Gegenstand dabei, immer auf jeder Wanderung, aber das habe ich verloren. Ich hatte einen, so einen kleinen Ernie, so ein Kuscheltier. Ach cool. Quasi. Und den habe ich aber auf meiner Wanderung von Köln nach Engelskirchen verloren. Schön. Leider. Ja, ansonsten habe ich. Ja, meinen Rucksack. Meinen Rucksack habe ich auf jeder Wanderung dabei. Immer denselben. Ah, verdammt, ich hätte das noch ein bisschen klarer definieren sollen. Okay. Ja, also, aber klar, hast du auch dabei. Ja. Ich weiß ungefähr, was du meinst. Also. Es gibt natürlich verschiedene Arten von Wanderungen. Bei mir ist speziell, ich habe so Runden, die ich durch Köln regelmäßig gehe. Die sind so zwischen 10 und 30 Kilometer lang. Mhm. Da habe ich ja nichts dabei. Ne? Dann nehme ich vorher einen kräftigen Schluck Wasser und gehe los und mache ja die Runde halt. Ne? Handy dabei, das war's. Wenn es also auf eine Wanderung geht, also mit Übernachtung, dann ist zum Beispiel immer mein Titan S-Bit-Besteck dabei. Mhm. Auch obwohl ich es im Grunde nie benutze. Ich feiere dieses Besteck einfach so, ja, weil es schön leicht ist, ja, und mich so an meine Anfangszeit von diesen Outdoor-Sachen von vor 10 Jahren erinnert. Ja. So lange habe ich das ja schon. Ja, stopp. Cool. Also bei mir lief es nämlich darauf hinaus, ich habe mir auch überlegt, was hast du immer dabei bei jeder Wanderung? Und ich habe tatsächlich bei jeder Wanderung dieses Messer dabei und eine Taschenlampe, die jetzt im Rucksack ist. Die habe ich in 99% der Fälle nie gebraucht. Aber wenn ich sie mal gebraucht habe, war ich echt froh, dass ich sie immer dabei habe. Mhm. Mhm. Cool. Ja, sollte jeder seins. Irgendwie so, ein, so, jetzt kommt die Premiere. Erstmal mit dem Feuerstahl. Das ist noch nie jungfräulich. Nee, ich habe dabei zu Hause geübt. Ne? Ja. Aber das wird jetzt. Da muss man so ein bisschen üben. Also, ne? Hatte ich schon mal geputzt. Sieht auch sehr elegant aus, das Kochset, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mit meinem komischen Decathlon-Kochtopf hier und dem Gasbrenner hier oder dem Gaskocher. Ja, das ist natürlich. Also, Gas hat. Also ich habe das mal nachgegoogelt, Gas hat manchmal auch die größte Energiedichte. Ja? Mhm. Das heißt, mit 100 Gramm Gas kannst du weitaus mehr kochen wie mit 100 Gramm Spiritus. Ja, guck mal, ist doch an, glaube ich, oder? Ja. Ja. Aber wir hatten uns ja schon mal darüber unterhalten, hier mit Geräusch und Kulisse und so weiter. Ne? Selbst wenn das mit dem Brennwert das Beste ist, ja, ist doch das Geräusch. Ich muss erstmal das Gas ein bisschen aufdrehen hier. Doch irgendwie ein anderes als auf einer richtigen Flamme, sage ich mal. Ne? Ja, also ich finde halt diese normale orange-gelb brennende Flamme so beruhigend auch. Gut, jetzt sieht man es eh nicht hier bei dem Sonnenlicht, ne? Aber mit der Gasflamme ist halt so diese nicht leuchtende blaue Flamme. Ne? Mm. Und das finde ich persönlich nicht so schön. Ne? Obwohl es natürlich äußerst praktisch ist. Du lässt das offen, die Flamme dann unten? Oder machst du da diesen Deckel hier, dieses... Ja, nee, zum Aufheizen. Also du hast jetzt Ravioli drin, ja. Ich würde es auch so lassen, aber regelmäßig umrühren, weil das halt unten sehr schnell anbrennt. Brennt, okay. Ist ja doch eine sehr ungünstige Form zum Kochen. Ne? Hm. Ach ja, im Übrigen, ich weiß nicht, ob ihr das in den Instagram-Stories gesehen habt, bei mir hat sich Rost gebildet an diesem wundervollen Topf. Habe ich vorher in meinem Leben noch nicht gehabt. Ist doch Edelstahl, ne? Ja, innen drin, so ganz kleine, feine... Hast du den in der Spülmaschine? Ich mal den Müllsack, damit wir die Müllsachen da reinpacken können. Also kann sein, dass meine Frau den mit so einem Akkuparts oder sowas versucht hat zu reinigen, weil da ein bisschen was angebrannt ist. Dass durch die Stahlwolle oder die Stoffe, die da drin sind, ja, das ein bisschen angegriffen wurde. Das kann natürlich sein, aber... Okay. Ja, weiß ich nicht. Alles so in der Richtigkeit haben soll das. Ja, gut, auch
Edelstahl enthält ja einen gewissen Anteil Eisen. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht was ist. Guck mal, kennst du die Schale noch? Oh, die Wegflipschale. Boah, guck mal, da fällt sie schon wieder weg. Ich stell sie einfach nur hin. Und das gibt's mir auch mal in die Hand. Warum ist die so? Die ist doch griffig. Ich habe die aber oben angefasst. Da war auf der Tour mit dem Jörg auf seiner ersten Übernachtung mit mir zusammen. Da ist ihm diese Schale zweimal weggeschnippt. Einmal ins Gebüsch und einmal beim Essen mit der Tomatensoße. Beim Essen mit der Chili con Carne Suppe, ja. Ne? Zack, alles auf der Hose so, ne? Ja. Ein Essen, eine Hose. Ich habe mir gedacht, ich probiere das heute nochmal, weil der Topf doch recht groß ist. Und da irgendwie so eine kleine Portion Nudeln da raus zu löffeln, da habe ich auch keine Lust zu. Scheiße. Mit Erde dran. Egal. Du weißt ja, die 3-Sekunden-Regel. Genau. Da hing aber irgendwas dran, was komisch schmeckt. Egal. Ich habe auch noch zwei Kaffee-Dinger dabei. Du trinkst ja keinen Kaffee. Danke, ich mag keinen Kaffee. Mit Kaffee kann man mich wirklich jagen, ne? Ja, dann habe ich auch eine Frage an dich. Wie bist du auf dieses Format gekommen, Jörg? Ja, das kann ich dir erklären. Und zwar in einem der vergangenen Livestreams ging es darum, eine Community-Wanderung zu machen. Und mir fiel es relativ schwer, eine Strecke zu planen, dass ich möglichst viele Zuschauer und Abonnenten quasi in der Runde reinhole. Und die Idee war, dass möglichst viele Leute mir ihren Wohnort nennen und dass ich dann da entsprechend eine Route planen kann. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ey, so eine Wanderung ist schön, so für ein paar Minuten, aber es wäre ja auch toll, wenn man mal eine schöne Zeit verbringen kann in der Natur, wo man sich unterhalten kann, wo man keinen Stress hat, wo man nicht Kilometer machen muss, wo man einfach die Zeit hat, sich zu unterhalten. Ja, ich finde das schon ein sehr spannendes Format, ne? Vor allen Dingen, wenn man auch dabei was macht, wenn man nicht nur sitzt und erzählt, sondern irgendwas passiert. So, ne? Ja, das finde ich halt wichtig, deswegen bin ich halt eben auch auf die Idee gekommen, was zu kochen. Ne, ganz egal, ob da Ravioli sind, Maultaschen oder was. Vollkommen egal. Hätte auch eine Stulle Brot sein können. Ja. Wurscht. Also Jörg, ich würde mal deine eiskalt gefrorene Cola hier ausprobieren. Mach das. Die hat der Jörg wirklich richtig aus dem Eisfach geholt. Die ist hier richtig schön gefroren. Dadurch wird die Kohlensäure weg sein, aber egal, durch den Kühlungsfaktor. Boah. Wie war das mit der Kohlensäure? Ja, kann sein, dass das Eis oder so ein bisschen ausdehnt halt, ne? Dass der erste Druck weg ist. Entweder machst du sie auf und lässt sie sprudeln oder wir warten. Dann warten wir noch einen Moment. So. Schon am Blubber. Ja? Ja. Ja, fast. Wir machen ein bisschen Vollgas hier, dann können die nämlich die Nudeln da rein. Wir brauchen so 8-9 Minuten. Die habe ich diesmal dann nicht vorgekocht. Wo habe ich die denn letztens vorgekocht? Mensch. Wo habe ich dir vorgekocht? Alternativ, wenn jemand möchte, ist so eine kalte Limo. Schön. Die bleibe ich auch noch cool. Komm, ich probiere das mal. Ja, mit der Wustersoße finde ich das richtig blöd, dass ich die vergessen habe. Kennst du die? Also ja, nur von deinem Video. Ja, ne? Geschrieben wird das. Worcester-Soße, ja. Aber auch schon wie Wooster-Soße. Und ich mache dann auf Kölsch immer Wooster-Zaus draus. Ne? Also Soße, Zaus, Kölsch. Ja, mal. Ja. So ist es eben auch immer geil. Also dafür wird sich auf jeden Fall so einen Windschutz anbieten. Ne? Damit ja das nicht so darüber, ne? Genau. Ja. Gibt es sowas dafür? Ja, so Universalwindschütze, Windschutze gibt es halt, ne? Ja, vielleicht nur lachen. Da reinschmeißen. Ja. Gucken wir gleich, wenn wir zurückgehen. Ja, ich stopfe meinen Müll immer so in die leere Buttermilch rein. Das ist gut reingemacht. So. Brettchen von meiner Freundin. Wenn die das sieht, gibt es wieder Ärger. Ach, komm. Das ist eigentlich eine schöne Ecke hier, ne? Ja. Sehr schön, ja. Bergisch ist schön, ne? Ja, kann ich definitiv sagen, ja. Also auch da im Odental, wo wir da unterwegs waren. Ja. Wow.
bin ich ja ich jetzt auch in letzter Zeit sehr häufig hier in der Ecke. Ne? Ich war jetzt von Mittwoch auf Donnerstag in Hagen gewesen. Mhm. Bin ich auch hier so grob durch die Gegend gekommen. Ja. Ne? Cool. Und in Krefeld bist du gewesen, ne? In Krefeld kommt noch, das ist nächste Woche. Ah ja, okay. Da geht's auch nach Krefeld, auch mit Übernachtung. Ja. Ja, das ist das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe. Ne? Mein Bruder will das mal mit mir machen. Einfach machen. Ne? Also ich habe so die Erfahrung gemacht, viele Leute machen sich da einfach viel zu viel Kopf drum. Ne? Du nimmst einen Schlafsack mit und machst es einfach. Ne? Ja. Mir ging es aber früher auch so. Ich habe so viele Videos von Kai Sackmann und wie sie alle heißen geguckt und habe mir gedacht, boah, guck mal, die gehen da raus irgendwo und schlafen da. Und mir habe ich auch immer Bock gehabt, aber ich habe nie den Arsch in der Hose gehabt. Ne? Ja. Wovor hast du denn Angst gehabt? Weiß ich nicht. Vielleicht einfach die Komfortzone zu verlassen. Das ist so eine eher irrationale Angst, ne? Ja, also es war keine richtige Angst. Es war so der letzte, ja, die innere Motivation fehlte halt, ne? So, war zwar unterwegs, aber irgendwie war das für mich halt nicht, also nicht vorstellbar, aber ja, das war so fernab dem Gewohnten. Ja. Einfach mal hier rauszugehen, in so eine Hütte zu übernachten oder... Und du warst in der Bundeswehr, oder? Warst du doch. Ja, aber das, was du da in dem kleinen Wäldchen da gemacht hast, das war ein Witz. Okay. Warst du in der Bundeswehr? Ja. Ich bin gerade in der Zeit gewesen, wo das abgeschafft worden ist, hier mit dem Pflicht und mit der Wehrpflicht. Also diese Zeltbahn da aufzubauen mit einem anderen Kameraden und du weißt, du hast da 30 Leute noch um dich rumliegen, die dann da am Feuer sitzen und Wache halten. Ganz ehrlich, was soll da passieren? Da passiert gar nichts. Da kommt ein simulierter Feind, da kriegst du mal einen Angriff. Und dann machst du deine Manöver, die du irgendwie mehr oder weniger so halbherzig kennst, weil du einfach keine militärische Erfahrung hast. Und dann sagst du dir, ja, super, wir haben den Feind besiegt. Bundeswehr, okay. Ja, also zumindest das, was ich in der Grundausbildung mal in 2-3 Malen erlebt habe, als wir da im Gelände unterwegs waren. Ne? Ja. Aber ich glaube schon, wenn du so einen Einzelkämpferlehrgang beispielsweise machst, wenn du wirklich in der Wildnis unterwegs bist und wirklich auf dich allein gestellt bist, dann wird das auf jeden Fall eine ganz andere Hausnummer. Ich bin davon überzeugt, aber wollte ich nie, habe ich nie gemacht. YouTube-Videos habe ich witzigerweise angefangen zu gucken wegen Overnighter. Mhm. Also ne, ich bin auf Umwegen eigentlich auch zu deinem Kanal gekommen, weil angefangen habe ich, du hast ja damals mal die Übernachtung gemacht mit dem Tablet abends und mit den Nudos. Ah, ja, was ich mit Ludolf geguckt habe. Ja, Ludolf ist noch Knaller. Die Ludolfs. Ich habe witzigerweise hab ich damals echt die Videos geguckt, halt wegen der Übernachtung, als du dann da abends saß und die Ludolfs geguckt hast. Ne? Ja, das war auch tatsächlich eines der ersten Videos, was ich gesehen habe, an der großen Dünntalsperre. Richtig. Mit der Hängematte. Richtig. Und dann packt er da das Tablet aus. Witzigerweise, war das, aber du hast aber auch diesen Overnighter mal gemacht bei uns in Engelskirchen, an diesem, wo du eigentlich auf diesen Aussichtsturm wolltest, aber da unten die Jugendlichen Party gemacht haben. Und dann bist du ja noch weitergegangen. Das war doch oben in. Stimmt, ich war an so einem Turm gewesen, wo der Jugendliche eben Party gemacht hat. Ne? Denke ich, ja gut, hier ist zu übernachten wird wahrscheinlich schwierig. Ne? Ja, das war in der Nähe bei uns. Dann habe ich irgendwo eine Stelle im Wald gefunden mit so einem ganz zugewucherten Forstweg. Und da habe ich mich dann einfach an Wegesrand, Hängematte aufgespannt. Ja. Und da habe ich dann halt noch gedacht, ach guck mal, da geht's sogar, ist sogar bei uns in der Ecke am Wandern. Ja. Ne? Und dann fing das an, wo ich dir dann hier gefolgt habe bei YouTube. Weil anfangs hatte ich da eher so hier Fritz Meinecke oder wie die heißen da. Ja, die Klassiker. Klassiker halt geguckt, ne? Ja, also durch ihn oder also Fritz Meinecke, Survival Martin, da brauchte ich echt Monate, um da auf Abonnieren zu drücken. Ne? Hm. Also ich habe mal irgendwann geguckt, Zelten und was nimmt man da so mit und sowas alles. Fand aber den Stil, den er da gemacht, das war mir einfach zu wild, das war mir zu... Gut, quirlig irgendwie. Survival, ne? Martin, also der macht mich auch sehr schnell nervös. Ich kann den nicht lange zugucken. Ne? Ja, das ist aber eher wegen dem, wie er redet. Genau, ja, ne? Genau. Genau, mit dieser schnellen Schnittfolge halt. Ne? Bloß jede Sprechlücke rausschneiden mit alles zack, zack, zack. Also der macht mich schnell nervös. Halt, ja. Ne? Obwohl das inhaltlich, was der macht, das ist Bombe. Ja, das ist richtig großes Kino. Ne? Ja. Also letztens hat er ja ein Video gemacht, wo der Mammutmarsch 100 Kilometer mit einer Ritterrüstung. Was mit einer Ritterrüstung hat der Mammutmarsch gemacht? Ja. Ja, ich weiß nur, dass er die ersten 3 Male gescheitert ist und erst beim 4. Mal es geklappt hat. Der Ritterrüstung habe ich gar nicht mitbekommen. Davor das Jahr ist er doch barfuß gelaufen.
Ja? Ja, wollte die 100 Kilometer barfuß laufen. Boah, das ist auch hart. Ja, das ist dann wirklich Survival. Ne? Ja. Ja, und dann das erste Video, was ich von ihm gesehen habe, da hat er dieses Two-Second-Zelt von Decathlon, dieses riesen runde Ding hinten auf seinem Rucksack gespannt. Ein Wurfzeug. So, ja. Und ich habe mir gedacht, das sieht aus wie eine Schildkröte. Ne? Aber irgendwie ist das genial, ne? Du legst das Ding einfach irgendwo hin, zack, ist der Lager fertig sozusagen, ne? Wäre jetzt nichts für mich gewesen, aber allein zu sehen, wie er das macht halt, ne? Ich glaube, meins ist fertig. Nochmal? Ich glaube, meins ist fertig. Ja. Das blubbert. Ja, man muss auch unten rühren, ne? Da brennt er sonst an. Ja, ich glaube, das ist schon passiert. So, Bautaschen muss man ziehen lassen. Die dürfen nicht kochen. Wurde mir auch schon mehrfach in den Kommentaren darauf hingewiesen. Hallo. Guten Tag. Ja, richtig was los hier, ne? Mhm. Ja, ist ja auch ein Bombenwetter, was wir heute haben, ne? Samstag auch, ne? Ja, Samstag, haben viele noch Zeit. Ja. Ja, wenn ich unter der Woche wandern gehe, das kennst du wahrscheinlich auch. Da triffst du kilometerweit keinen Menschen. Ja, es ist herrlich. Also wenn man so aus welchen Gründen auch immer unter der Woche frei hat, geil. Hab ich nicht durchgeschnitten. Scheiße. Sag mal nicht. Sehr gut, reicht. Dann ist das S21 Ultra wohl. Das ist Ultra, genau. Das ist aber ein schweres Ding, ey. Ist mir auch zu groß. Ich hole mir das S22 dann in der mittleren Fassung. Das ist mir zu groß. Ja, ich könnte jetzt meinen Handyvertrag verlängern. Ja. Und ich habe immer den Irrglauben, wenn du Kunde bist, kriegst du so ein Special-Angebot. Nee, du bezahlst grundsätzlich immer mehr als ein Neukunde. Als Neukunde, genau. Ja, Vertrag kündigen. Ja, mach ich auch. Dann kriegst du eine neue Nummer wahrscheinlich, ne? Nee, die kannst du mitnehmen. Okay. Habe ich jetzt davor auch gemacht. Ich war vorher bei O2. Dann bin ich gewechselt nach Mobilcom Debitel, weil die da ein gutes Angebot haben, haben da die Nummer mitgenommen. Mhm. Vielleicht wechsle ich wieder zu O2, wieder zurück. Okay. Ich bin jetzt seit Jahren schon bei Aldi Talk. Was ist das? O2 ist das, glaube ich, ne? Ja, ich kann sagen. Telefonica. Wo war ich bei Kolja, da habe ich einen Vertrag gehabt. Ich finde mit Prepaid grundsätzlich angenehmer, auch wenn man da wahrscheinlich unterm Strich mehr bezahlt. Aber ich bilde mir ein, dass man das da mehr kontrollieren kann. So, ne? Ja. Na gut, es gibt ja auch mittlerweile Prepaid-Handys, wo du auch einen Internetvertrag dabei hast. Ne? Mhm. So und so viel Gigabyte. Ja, dann wieder wie Aldi Talk, da gibt es dann die. Ja, für 7,99 hast du so und so viel Freiminuten und 2 GB oder was, oder 3 mittlerweile. Das ist schon ganz brauchbar. So, ne? Und 4 Wochen halt. Ne? Ja. So, meint ist auch gleich fertig. Gucken wir mal, was die Cola macht hier. Nein. Ich hätte das gerne mit dem Sky-Vertrag jetzt gemacht, ne? Dann habe ich komplett gekündigt, habe ich jetzt ein Jahr leer laufen lassen. Ne? Und dann habe ich einen neuen Vertrag abgeschlossen, der dann günstiger ist. Und ich habe halt noch ein paar Kopfhörer dabei. Das ist nagelneu. Also hier von 100. Normalerweise kosten die 279. Ich wäre dann soweit. Geil. Haben wir auch noch halb, dankeschön. Auch. Also, wer will, kann sich einen Spezi draus machen. Obwohl, das ist Orange Mango Passion. Ich muss erstmal das Zeug hier umklären und brennt schon wieder an hier, ey. Ich habe immer ein Talent. Komm nicht? Noch ein bisschen was. Können wir den? Jörg? Nein, erstmal nicht, danke. Ich möchte die Cola pur genießen. Aber da ist immer noch Kohlensäure drin in der Cola, ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das sieht doch ganz ordentlich aus, hör mal. Schöne Grüße an Maggi. Guck mal hier. Das könnte auch so ein. Da müsste drunter stehen: Rezeptvorschlag. So. Ja, die Maultaschen werden auch langsam kross hier. Sehr gut. Die Tomaten matschen ein, so muss das sein. Hattest du nicht mal so eine ganz schwere, was war das, so eine Jägerpfanne oder ja, irgendwie sowas? Ja, die ne? Kacke ist immer eingebrannt, das ging mir so auf die Eier, deswegen habe ich mir jetzt so eine ganz billige. Wie heißt das hier? Ja, so eine beschichtete Ein-Personen-Pfanne so vom Action-Markt in Riel. Ah.
Köln-Riegel, wo ich früher gewohnt habe. Ist es ein Action-Markt? Ja. Es war aber auch mächtig, die eine, die du da hattest, ne? Ja gut, ich habe zwei. Einmal die kleine Ein-Personen-Jägerpfanne und dann die große, die ich schon mal im Livestream dabei hatte. Ja genau, ja. Diese Klappbare da, wo du festgemacht hast, ne? Ja. Richtig. Ja, da kannst du schon zwei Leute nicht glücklich kriegen. Okay, ist das für eine Person? Hör mal, jetzt mal eine Technikfrage an dich. Du bist ja da der Experte. Pass auf. Es gibt die DJI Mini, frag mich nicht, Pro, Mavic, keine Ahnung wie sie heißt. Drohne meinst du? Für 379 Euro in diesem Fly More Combo Pack. Und es gibt einmal die Mini 2. Wenn du die Wahl hättest zwischen beiden, welche würdest du wählen? Die Mini 2. Weil? Weil soweit ich weiß, hat die Mini 1, die fliegt noch mit WLAN. Glaube ich. Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Und der Mini 2 haben sie diese Ultra, diesen eigenen Funkstandard spendiert, damit fliegst halt 10 Kilometer oder was, ne? Unter Idealsbedingungen. Ne? Mm. Aber 3 Kilometer sind immer drin. Mm. Und ich würde es auch auf jeden Fall im Combo-Pack kaufen. Mm. Dann hast du direkt nämlich mehr Akkus dabei, auch das entsprechende Ladegerät dazu. Du bist unterwegs unabhängiger, kannst du unterwegs noch als Powerbank im Notfall benutzen. Mm. Also da machst du nichts verkehrt mit, ne? Das ist aber dann 599, ne? Das ist eben die Sache. Ich weiß, das ist ein Mehrwert, aber... Wenn du es einzeln kaufst, kannst du mal durchrechnen, ne? Ja, ja, ich weiß. Ich mache das ja mit der Kamera auch. Ich habe immer nur diesen einen Akku. Ich lade das permanent mit der Powerbank nach. Ja. Ich habe die direkt im Combo-Pack aufgeholt. Ja. Gab es die? Aber ich habe zumindest, ich habe mir die geholt. Nee, ich habe das Akku-Pack separat geholt, also das Ladecase. Mhm. Da sind ja zwei Akkus noch dabei, dann hast du drei insgesamt. Ja. Das kannst du unterwegs auch mit der Powerbank nachladen. Das ist cool. Ja, lass uns mal schauen. Und dann würde ich auch raten, direkt diese Versicherung noch abzuschließen für 50 Euro. Das heißt, du kannst sie zweimal schrotten, glaube ich. Ah, dieses Refresh. Refresh. Ich hatte tatsächlich auch mal eine Drohne. Ja. Ich hatte die DJI, die großen noch. Die Phantom. Genau, die Phantom 3 hatte ich. Ja, ja, die auch. Genau. Ja. War meine erste. Ja, die habe ich vor unser Hausdach geballert. Ja. Und die hat Masse, ne? Die kann schon richtig Schaden anrichten. Ja, die war ne? durch. Ja, ja. Ja. Ja, mal schauen. Also ich glaube, das wird schon interessant. Aber ich muss, glaube ich, wenn ich die habe, dann muss ich mich tatsächlich auch überwinden und einfach auch der Technik vertrauen. Ne? Weil ich habe das bei dir gesehen, sobald du die nicht mehr siehst, also nicht wirklich richtig siehst, kann ich schon Herzrasen. Ne? Weil ich weiß, da oben fliegen gerade 500 Euro rum. Und wenn die weg ist, ist die weg, ne? Musst dann, also, wenn es dann um Sicherheit geht, dann solltest du lieber auf eine Mavic Air zurückgreifen. Die ist vollgestopft mit Sensorik. Das hat die Mini halt nicht. Deswegen ist sie so mega leicht. Mm. Die fliegst du gegen jeden Baum. Die hat keine Sensoren drin. Mm. Eine Mavic Air, die fliegst du, kannst die Augen zumachen, wenn Hindernis komplett stehen. Mm. Ja? Ja, aber die ist wahrscheinlich auch wieder registrierungspflichtig oder was auch immer, weil die zu schwer ist. Und so. 5.000 Euro. Also ich habe jetzt keine Angst, irgendwo vorzufliegen oder so, sondern einfach, du musst ja auch erstmal so eine gewisse Sicherheit aufbauen. Ne? Du weißt, die kann das und ich habe das auch in den Testberichten gelesen, ich habe es ja bei dir auch schon oft genug gesehen, du siehst ja, was ich kann. Du musst halt wirklich so ein Stück weit der Technik einfach sagen, komm, das klappt schon. Ja, das ist auch echt, du machst ja echt fantastische Aufnahmen davon, ne? Ich finde die Flugaufnahmen mit den Burgen, finde ich super, wenn du in diese... Burgen für Drohne, das ist immer so geil. Ne? Da kannst du so schöne Aufnahmen machen. Das ist so ein Mehrwert für die Videos auch. Ja, aber halt immer verboten. Egal, was du machst, ist immer verboten. Das ist so ätzend, ne? Mhm. Aber das ist schon heutzutage erlaubt. Ja. Alles das, was nicht verboten ist. So. Alles das, was Spaß macht, ist meistens verboten. Ja, ist ja gefährlich. Ja. Ne? Vollkasko-Gesellschaft, ganz schlimm. Ich bin gerade oben... überall von der Münchner Brücke, also der ist so ein Wanderweg. Ja. Ne? Mhm. Habe ich auch immer vom Schild hier Durchgang verboten, weil. Mhm. Nee, Wanderweg nicht Durchgang verboten, sondern Wanderweg gesperrt. Und ich denke mir so, ja, und wo soll ich jetzt her? Ja. Also erstens kenne ich mich hier nicht aus, ne? Zweitens, ja, der Weg muss, also ich muss daher, ne? Ja. Ja gut, ne, und dann bin ich halt dahergegangen, ne? Das ist halt nur ein Schild, ne? Ja. So, da war aber auch nichts großartiges. Also ich finde auch, wenn du mit offenen Augen da durchgehst, ja. Ich habe auch gelesen, die Wupper ist nach wie vor nicht freigegeben, offiziell für den Kanu-Sport. Hm. Zumindest die Passagen 2 und 3, also ab Münchsen bis Leverkusen wegen Hochwasser und dem ganzen Zeug.
Und die erste Passage, die geht im Prinzip von hier unten, Wanderparkplatz Arboretum bis zur Kohlfurt unten. Hm. Da musst du auch nicht auf irgendwelche Pegel achten, da kannst du im Prinzip einsetzen und sofort losfahren. Hm. Danach wird es halt schwierig ab Münchner Brücke, weil du auf einen gewissen Pegel achten musst. Da musst du irgendwie immer den Vortag irgendwie 75 cm oder irgendwie sowas gehabt haben. Aber beide Pegel sind aktuell nicht in Gebrauch, weil die beide kaputt sind. Und aus dem Grund unter anderem ist halt eben, sind diese Passagen nicht freigegeben. Und dann auch wegen Totholz und so weiter. Mhm, ja, klar. Ich habe das eben gesehen, wenn ich jetzt die Tage Zeit habe, dann schnappe ich mir mein Kanu, dann tucke ich da einmal entlang. Mhm. Dann gucke ich mir das mal an. Ich habe da gesehen, da ist teilweise auf 2-3 Meter hoch in den Bäumen hängen da irgendwelche Kleidungsstücke und sowas. Mhm. Ja gut, ja, da ist das Argument vielleicht auch, dass immer noch sogenannte Witwenmacher vom Himmel kommen, ne? Ja, ja. Klar. Ja. Aber gut, ja, was ist schon gefahrlos möglich? Ja. Aber wie lange soll das dann verboten sein, wenn die machen jetzt erstmal die Hauptsachen frei, ne? Weil kommt es bestimmt keiner. Ja, ja. Die haben auch gesagt, dass die Wanderwege im Bergischen Land offiziell nicht freigegeben sind oder nicht so sicher sind. Also man sollte sich eher fernhalten. Hey, ganz ehrlich, du gehst da mit offenen Augen hier durch. Ja. Da unten die Bäume, die extra freigesägt haben. Warum gibt es da eine Umleitung? Ja. Ja gut, das Schild hängt wahrscheinlich noch, weil es noch nicht immer noch nicht weggegangen. Gut, Männer, so. Also Essen ist fertig, ne? Freunde, einen guten Hunger. Schmecken. Guten Appetit hier, ne? Jawohl, danke. Oh, ich stell das Ding lieber hin einmal. Mhm. Half. Mhm. Hier, wenn du noch Cola willst, wohl. Ja, stell mal hin. Ja, gibt auch noch eine Buttermilch für jeden, ne? Also ich würde mir jetzt die Kirsche nehmen. Hast du noch eine? Welche hast du denn noch? Wir haben noch Erdbeer und Himbeer. Dann nimm du doch Erdbeer und ich nehme Himbeer. Gerne. Ja. Also. So. Danke. Ganz schön scharf die Soße, hab ich nicht gedacht. Ja. Aber selbstgemacht schmeckt auch immer noch am besten. Ja, sehr gut. Ja. Ich weiß nicht, an wen das jetzt gerichtet war. Also ich habe zumindest selber geschnibbelt, sagen wir mal so. Dass der Mann ein bisschen nachgeholfen hat. Mein Gott. Denn manchmal muss man sich auch einfach machen, wollen. Ja. Hauptsache die Zeit genießen. Eben. So. Und ich habe tatsächlich auch nicht ganz uneigennützig diesen Standort hier gewählt. Also wie gesagt, habe ich dir schon erzählt, 6 Kilometer ist er von mir zu Hause entfernt. Oh. Mein Gedanke war tatsächlich mal in dieser wundervollen Hütte eine Nacht zu verbringen. Hm. Ja, fühlt sich an. Tatsächlich habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ne? Die ist ja wirklich sauber, die Bänke sind sauber. Mhm. Also das ist echt cool da drin. Ja. Und vor allem, ich habe das erste geguckt, keine Spinnen. Die können wir. Hast also, du Angst vor? Oder? Ja, nicht Angst. Also ich bin der zu Hause immer die Spinnen weg. Machen muss, ne? Und dann lasse ich die, also ich schmeiß jetzt nicht in die Tonne oder sowas, ich lasse die dann raus, ne? Mhm. Weil ich bin halt nicht so der Mensch, dass ich die kaputt mache. Nee, mag ich auch nicht. Ne, das mag ich nicht so. So, und dann kommt eine. Aber ich weiß nicht, ich fühle mich, glaube ich, unwohl dabei, wenn ich nachts schlafe und mir dann so eine Spinne über den Body läuft. Meine Frau sagt auch, als sie das gesehen hat mit der Übernachtung da auf der Bank, oh, sie hat immer irgendwie so ein bisschen komisches Gefühl, dass da irgendwie Tiere kommen und sowas. Also ist einfach, was sollen denn da für Tiere kommen? Hm. Ja, okay, da können wir, ja, Bären. Hä? Also, nur mal als Information, nicht, dass das irgendwie falsch verstanden wird, aber das habe ich ja dann auch gesagt. Bären ist, wir sind ja hier nicht in Kanada. Ne? Waschbären denke ich schon. Also Bären schon generell, aber als ich das erste Mal gehört habe, Bären, habe ich an irgendwelche riesigen Grizzlybären gedacht. Die dann da mannshoch da auf dich zukommen und dich da... Die den Kopf abbeißen, ne? Ja. Nee, also als wir da die Wildschweine gesehen haben oder als ich die da gesehen habe, die hast du wirklich schon... Du hast die gehört. Die waren da am Rascheln, die waren da am Grunzen, am Wühlen. Das hörst du schon. Mhm. Klar will ich nicht darauf anlegen, mit diesen Tieren in Kontakt zu kommen. Mhm. Das ist ja logisch. Ja, Wildschweine. Wenn sie Frischlinge dabei haben, ist bestimmt kein Spaß. Wobei ich auch schon gesehen habe, dass
irgendwie ein Wandervideo, da sind sie einfach über die Straße gelaufen. Hat die gar nicht interessiert, die Wildschweine. Also, weg waren sie. Ja. War das nicht sogar bei dir? Nee. Der Jörg hatte Wildschweine bei unserer Übernachtung gefilmt, die ja unten an dem Bachlauf rumgegrunzt sind, im Morgengrauen. Ich glaube auch, dass du, wenn du unweit von einem Bach oder sowas übernachtest, dass dann da die Gefahr deutlich höher ist. Ja, sicher. So, hier oben, wir sind ja hier fast in Kronenberg jetzt. Ja. Naja, gut, wobei du schon an jeder Ecke, wo du guckst, so am Rand, ne, sind ja diese diese Schnüffelspuren von den Schweinen damit. Ja, die wühlen ja den ganzen Boden drauf. Ja. Also das ist wirklich hier, also ringsrum, an jeder Ecke. Also die sind hier auch auf jeden Fall vertreten. Na gut, bei der Hütte hast du halt den Vorteil, wenn da wirklich ein Wildschwein kommt, gehst du einfach aufs Dach. Nö, wieso machst du was vor? Naja. Nö, ich glaube, die kommen da gar nicht rein. Nee, ich hätte doch. Wenn die da Menschen sind, die meiden ja Menschen. Ja. Ne? Glaube ich, hoffe ich. Also. Ja, schon so eine Hütte ist mir immer noch sicherer, als wenn man wirklich frei im Wild campt. Irgendwie eine Hängematte oder so. Oh, das fand ich cool bei dir in den Videos, wirklich. Das fand ich echt cool. Ja, das hast du ja auch gesehen. Ich fand das echt, mit der Hängematte fand ich eigentlich ganz cool, wobei du sagst, wenn du Hängematte schläfst, ist echt schlecht, ne? Scheiße. Ja. Also ich kann ja jetzt beides vergleichen, ne? Also eine Hängematte habe ich okay geschlafen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, auf der Bank habe ich fast so gut geschlafen wie zu Hause. Mhm. Echt? Ich brauchte halt eine gewisse Zeit, um wirklich in den Schlaf zu finden, aber wenn ich einmal am Schlafen war, dann war gut. Mhm. Nicht schlecht. Also viele haben auch kommentiert, dass ich das einfach so mache und dass ich quasi Motivator bin. Ich habe das irgendwie gar nicht so wirklich als was Besonderes wahrgenommen irgendwie, weil du läufst ja irgendwo um 11:30 auf irgendeiner Landstraße entlang. Du willst im Prinzip eigentlich nur nach Hause, weil die Hütte, die du geplant hast, absolute Vollkatastrophe ist. Mhm. Dann gehst einmal so ein leicht links, so einen Weg hoch. Hey, du läufst jetzt nicht bis zum Bahnhof. Da sind noch so viele Kilometer. Ich habe auch keine Lust mehr. Ich bin da hoch. Und so in zweiter Reihe, 5-6 Meter weiter oben, steht da diese Bank in Weiß, Stadt Hattingen. Genau das ist es. Isomatte, Schlafsack, das war's. Scheiß auf die Hängematte, bleibt alles drin. Tarp blieb drin, war trocken. Also ich habe da reingeguckt in das Video, bin ja nicht dazu gekommen, ganz zu gucken. Ich hätte ein Problem gehabt ohne Iso oder Luftmatratze, weil es einfach zu hart wäre. Ja. War das okay für dich? Dann war ja die Isomatte drunter. Achso, du hast sie mitgehabt? Ja. Okay, ja gut, dann... Nee, das war alles gut, war alles toll, ja. Die war auch so ein bisschen schräg, die Bank, oder? Diese Fläche. Mhm. Aber zum Glück so, dass du halt eben gegen diese Lehne gerollt bist. Die wäre auch perfekt. Ja. Kopf nach hier oben. Runter. Aber hier kommen viele Leute vorbei. Ja, aber abends... Also ich habe mir tatsächlich auch extra einen Wecker gestellt da, weil ich tatsächlich die Sorge hatte, könnte eventuell jemand vorbeikommen. Mhm. Und ich habe mir gedacht, komm, wenn du dir wie zu Hause um 5 Uhr einen Wecker stellst, passiert nichts. So, war ja auch so. Da wäre wahrscheinlich auch danach keiner vorbeigegangen. Mhm. Aber der Gedanke ist halt immer da, ne? Ja. Wo kommst du denn her? Oh. Guck mal. Ja, oh, ja. Filmgast. Filmgast. Grüß dich. Ja, wo ist er? Ja, der sucht das da her. Vorne, guck mal da. Ja, guck mal. Ja, geh mal, mach ein Luki-Luki. Mhm. Oh, was hat der mit dem Bein? Ja, der ist alt, ne? Hund, kann ich euch auch eine schöne Geschichte erzählen? Hast du einen geholt? Ich werde mir keinen Hund holen. War das eine Planung gewesen? Ja. Aber du hast irgendwas wie ein Bild gezeigt mit Hundewiese oder sowas. Ja, ne? Soll ich dir erzählen? Ja. Pass auf. Ich habe vor ein paar Tagen bin ich nach Vohwinkel gelaufen, um ein Auto abzuholen zum Einkaufen. Bin dann da durch ein Hundeauslaufgebiet, was ich im Nachhinein festgestellt habe, gelaufen und durch ein Gebiet, wo der Hund frei laufen darf. Ja. Wo ich grundsätzlich kein Problem mit habe. Überhaupt nicht. Jeder Hund kann laufen, wie er möchte, da wo er darf und ne? So. Ich bin aber auf der anderen Seite rein und da war kein Schild. Da war lediglich ein Schild. Vorsicht, Eichenprozessionsspinne. Okay. Ja gut, ich packe keine Eichen an, keine Birken und welche Bäume auch immer. Ich gehe einfach nur durch. Guck dann auf mein Handy, wo ich her muss. Ich hätte eigentlich im Prinzip einfach weiter geradeaus gehen können. Bin im Einmal, hallo,
einmal so einen Bogen nach unten und dann links wieder hoch. Und vor mir lief ein Herr mit schwarzem Hund. Ähnlich wie der gerade. Aber ein bisschen kleiner. Ohne Leine, habe ich mir gedacht. Hm. Hab den im Auge behalten, ne? Weil der erstmal weggelaufen ist. Und dann macht er eine 180-Grad-Wendung und läuft mit einem Affenzahn auf mich zu. Ich krieg Gänsehaut. Ich denk, boah, was machst du jetzt? Ich hab den Selfie-Stick genommen. Ich hab den einfach so davor gehalten, ne? Der hat mir wirklich... Ich krieg Gänsehaut, siehst du das? Und der kommt auf mich zu, der guckt mich an und rast wirklich einen halben Meter an mir vorbei. Und der Besitzer steht da. Und der ruft hinter dem her. Und der Hund reagiert nicht. Ja, ja, kennst du. Ja, was, haben Sie den Hund nicht im Griff oder was? Ja, was ist das denn? Schwierig, ja. Ich kann sowas überhaupt nicht einschätzen. Und das ist auch wirklich das größte Problem, was ich habe. Ich kann dir nicht sagen, warum das so ist. Ich habe nie schlechte Erfahrungen mit Hunden gemacht. Aber das ist etwas, da komme ich, das kann ich nicht einschätzen. Wenn ein fremder Hund so auf dich zuläuft, ist es berechtigterweise. Also die meisten wollen tatsächlich nur spielen. Also ich bin mehrfach von solchen spielenden Hunden auch schon angegriffen worden. Im Sinne von, ich habe die Pranken auf der Brust gehabt oder auch schon gebissen worden mehrfach. Ich bin da richtig schon auf die Schnauze geflogen. Und deswegen, oder wenn so ein großer Hund einfach nur da sitzt und dich anguckt und so, ja, so ein bisschen brummt oder so und das Herrchen 10 Meter weiter steht und keinen Ton sagt. Und ich habe schon Pfefferspray in der Hand, dann wird das Herrchen blöd. Ja. Sag ich, da können Sie Ihren Hund vielleicht mal anleihen. Ja. Aber der mäht doch nichts. Ja, das habe ich. Ich gehe vorbei an dem Hund, in dem Moment steht der auf und fängt an, mir an der Hand rumzulecken und so. Der hat nicht gebissen, aber es ist trotzdem einfach. Ich gehe auch nicht zum Wildfremden hin und unterschreite diese Wohlfühlblase, oder wie das heißt, ne? 80 Zentimeter oder was das sind. Und die gilt, finde ich, auch bei Tieren. Ich will kein Tier so nah an mich ranhaben, dass ich mich unwohl fühle. Ja, ja, ist auf jeden Fall eine arschgeile Nummer. Ich habe das ja das ein oder andere Mal schon erlebt. Da habe ich wirklich Herzrasen gehabt, ne? Ja. Wirklich. Und du siehst das auch in dem Video. Ich habe wirklich 10, 15 Sekunden danach habe ich einen Take gemacht. Boah, ich war so auf 180. Das glaubst du gar nicht, ey. Ja. Und wir hatten früher auch. Ich bin als Kind bei unserem Lager, da hatten wir zwei Rottweiler gehabt. Da war ich 8, 9 Jahre mit den Rottweilern gespielt, ne? Ja. Gar kein Problem. Aber mit den Jahren dann, wenn du gebissen wirst von unten, dann denkst du auch wieder anders, ne? Ja. So, meine Freunde, ich habe ja noch eine Tasse zu verlosen. Ich habe es ja versprochen, die ist jetzt zwar schon benutzt, aber ich zeige sie trotzdem mal. Und zwar könnt ihr eine dieser Tassen gewinnen. Alternativ, komm, wir machen es folgendermaßen. Einmal diese Tasse und dann gibt es noch das andere Modell mit diesem grünen Logo drauf. Und zwar verlose ich die jeweils einmal. Das Einzige, was ihr tun müsst, mir in die Kommentare zu schreiben, wie oft ich in diesem Video etc. pp. Gesagt habe. Dann wünsche ich euch viel, viel Glück, viel Erfolg und ich habe für euch noch... Darf ich kurz unterbrechen? Dieses eine etc. pp. Zählt das jetzt auch schon oder war das nur exemplarisch? Das zählt auch. Okay. So, danke für den Hinweis. So. Dann machen wir doch direkt weiter mit der nächsten Frage und zwar, was ist eure Lieblingsjahreszeit für Aktivitäten draußen? Für mich ist tatsächlich die Frühlingszeit und die Herbstzeit. Weil ich mag es, wenn es anfängt zu blühen, ne? die Kühle noch, ne? Und im Herbst halt tatsächlich, wenn die Bäume, also die Blätter hier die Farbe kriegen, wenn das Laub von den Bäumen fällt und die Wege dann halt so schön macht damit, ne? Ja. Also das sind auch, und die Kühle, beim Wandern extrem top, wenn das ein bisschen kühler ist, dann ist das nicht so extrem heiß. Klar, ich mag es auch, wenn es warm ist zum Wandern, aber diese zwei Jahreszeiten sind für mich die schönsten. Okay. Ja. Das ist bei mir im Grunde ähnlich, also speziell diese Übergangszeiten vom Frühling, vom Winter zum Frühling und vom Sommer auf den Herbst, diese Übergänge mag ich am liebsten. Gerade, also am liebsten noch das vom Sommer auf Herbst, weil dann kriegt das alles so eine melancholische Stimmung teilweise. Ne? Ja. Du merkst, der Sommer ist vorbei, so ein bisschen Wehleid, jetzt kommt was Finsteres und ich mag das. Ne? Finde ich cool. Ja, kann ich definitiv auch nur zustimmen, mir geht es da sehr ähnlich. Diese Sommer, ich kann das nicht haben, wenn das 35 Grad warm ist. Ja, das ist. Da kriege ich die Pimpernellen. Ja. Ganz egal, ob ich wandern gehe oder zu Hause sitze oder nichts mache, das ist mir zu warm. Hin und wieder ja, aber wenn es wirklich 2 Wochen, 3 Wochen hintereinander 35 Grad sind. Ja, gut, ich bin Kind des Sommers, ne? Nee.
Ich habe vor 10 Tagen Geburtstag gehabt, von daher. Also, ja, alles Gute nachträglich. Ich habe im November Geburtstag, von daher, das wird wahrscheinlich daher auch so ein bisschen kommen. Ich liebe den Sommer eigentlich, aber die Zeiten halt. Ja, ja, da hast du ja lange ist es hell, das hat auch Vorteile. Ja. Den Sommer ja, wenn es nicht zu heiß ist, sagen wir mal so. Ja, kann ich definitiv, würde ich auch so euch zustimmen, ja. Na gut, haben wir dieses Jahr Glück gehabt, ne? Einen ganz schmalen Sommer. Sparsamen Vielleicht Sommer, verschiebt sich das ja alles bis in Oktober rein. Ja. Ich meine, 12 Grad an Heiligabend ist das auch keine Seltenheit mehr. Ne? Nee. So. Ich überlege, wann ich das letzte Mal Heiligabend im Winter erlebt habe. Ich kann mich tatsächlich nur als Kind daran erinnern. Und das ist 30 Jahre her. Schnee, ne? Also Schnee bewusst fehlt. Erleben kann. Ne? Schnee fehlt wirklich. Also ich habe einzige, wo wir Schnee hatten, war vor 2 Jahren beim Umzug. Beim Umzug, da war es richtig schön am Schneien, nach Engelskirchen sind wir da gezogen, ne? Ja gut, und das ist ja schon einiges schneesicherer als Köln, ne? Ja, aber das war wirklich nur an dem Tag, wo wir den Umzug hatten. Mhm. Da war 10, 15 cm Schnee, ne? Ja. 2 Tage später war der weg. Ja, als ich mit dem Jörg hier den Bergischen Weg Etappe 4 gelaufen bin, da war es den Tag davor, war noch die Sonne am Schein. Und genau an dem Tag, da sind wir auch hier entlang, da habe ich das erste Mal diese Hütte hier, die Bänke gesehen. Mhm. Da war das hier teilweise am Schneien, du hast wirklich nichts gesehen. Mhm. Mhm. Auch als wir in Burg ankamen, da kam wieder so ein Schneeschauer runter immer. Ja, und nächsten Tag war natürlich alles wieder weg. Ne? Ja. Das habe ich ja tatsächlich auch gehabt. Ich habe ja auch auf dem Bergischen Weg, Bergischen Panoramasteig. Da waren wir auf dem Bergischen Panoramasteig unterwegs, da war ich mit dem Thomas. Und da war es auch richtig am Schneien und ich muss tatsächlich sagen, ist schon anstrengend im Schnee zu gehen, ne? Ja. Also wenn du da deine 10 cm hast an Schnee. Und vor allen Dingen, ich habe keine Schuhe, die wasserdicht sind, außer so schwere Wanderstiefel und ich werde den Teufel tun. Ich sage ja eigentlich immer, ich ziehe diese Wanderstiefel nur an, wenn es wirklich tiefer Schnee liegt und wenn es regnet. Aber das waren irgendwie 27 Kilometer. Da ziehe ich mir nicht diese schweren Klötze an. Nee, ich mache das auch mit ganz normal mit den Schuhen, wo ich das ganze Jahr laufe, die habe ich auch bei Schnee an. Ja. Sind die Füße halt nass, die trocknen auch wieder. Ja. Vor allem, wenn du in Bewegung bist, also mir wird zumindest nicht kalt. Ne? Mhm. Das ist, wenn man so eine Grundgeschwindigkeit hat, ist man natürlich auch permanent in Bewegung und der Körper ist einfach aufgeheizt. Dann machen auch nasse Schuhe bei minus 10 Grad nichts aus, also mir persönlich jetzt. Ne? Ich habe aber das Gefühl, dass wenn die Füße nass sind, die dann anfälliger sind. Kann mich auch täuschen, weiß ich nicht. Anfälliger für Blasen. Also durch die ja dann schon durchgeweicht sind. Ja, die Füße, ja, ne? Also mir geht es auch so. Ich versuche das möglichst irgendwie zu vermeiden. Zu halten, ja. Ich habe von VD so Regenüberzieher. Die sind aber eigentlich für Fahrrad gedacht. Und sobald du hier ein paar Kilometer über Wege läufst, ist unten der Stoff, der ist schon komplett weggeschliffen oder hat sich abgetragen. Ich habe aber sowas Ähnliches für Wanderschuhe noch nie irgendwo gesehen. Hm. Also es ist wie so eine Gamasche, die geht aber nicht nur hier drüber, sondern die geht auch hier vorne so drüber. Ja. Mhm. Dann hier über dieses Stück hier, dann hast du hier nochmal so ein Gummi. Ja. Ja, und hier vorne das Stück, das schirbelt sich ratzfatz runter. Ich habe das mal bei Kai Sackmann in einem Video gesehen, habe dann auch versucht zu kommentieren. Also ich habe das kommentiert, habe dann auf eine Antwort gehofft, aber es kam leider keine. Ja. Ja, und in seinen Links in der Videobeschreibung stand es leider auch nicht drin. Ja, der hat doch so Ausrüstungstipps immer, oder? Ja, habe ich geguckt. Ich habe auch auf seine Webseite geguckt. Da steht halt alles nicht mehr drauf. Okay. Also diese Wanderung habe ich jetzt mit meinen Turnschuhen gemacht. Aber normalerweise Wanderungen, die ein bisschen alpiner quasi sind, also jetzt bergischer oder sowas, hier, da ziehe ich die Wanderschuhe an. Ne? Mhm. Weil ich gerne umknicke. Ne? Also ich knicke echt oft um, auch heute schon wieder ein paar Mal. Ne? Und da ist mir das sicherer, wenn ich dann meine hohen Wanderschuhe anhabe. Mhm. Mammutmarsch und sowas, also ganz ehrlich, nie wieder ohne die. Ich glaube, wenn es die noch zu kaufen gibt, irgendwie, werde ich mir dieselben wiederholen. Ne? Die sind so gut. Ehrlich, also Wahnsinn. eBay vielleicht. eBay vielleicht. Ich glaube, die sind ziemlich neu. Die habe ich jetzt erst zu Weihnachten bekommen von meiner Freundin. Okay. Die müssen wir so kriegen. Ja, von daher, die sind super. Hätte ich nicht gedacht. Ja, ist cool, wenn man so ein paar Schuhe hat, ne? Ja. Eingelaufen hat. Und das ist halt blöd, wenn der Hersteller dann wieder ein neues Modell rausbringt. Ja, hier. Ja, das ist halt. So der Revell 3, der geht hier vorne auch so langsam ab. Ja, ich habe ihn schon gesehen. Und den Revell 4, den haben die im Angebot im Moment für 70 Euro oder gehabt für 70 Euro. Ich hätte dich da zuschlagen müssen. Aber ich habe das Problem, der Schuh ist Größe 41, aber die Einlage, die Original-Einlage da drin, die ist für Größe 42. Okay. Die musste ich extra nochmal bestellen bei denen oder organisieren.
Weil kurioserweise nur bei dem linken Schuh, da habe ich dann am großen Zeh, wenn ich auftrete, das ist wie so eine Kante. Ich trete immer auf die Kante. Mhm. Und ich habe da wirklich am Anfang reingefühlt. Aber die Sohle, die geht wirklich gefühlt bis zur Kante. Ich weiß nicht, was ich da fühle. Mhm. Aber und ich habe den gleichen nochmal in 42 und ich habe es aus Jusen Lauderer ausprobiert. Okay. Und dann war diese Druckstelle oder diese Unebenheit oder was auch immer, war komplett weg. Ja, wenn kann so eine Scheiße läuft wie Blasen, dann ist ja das Feuer. Ja. Dann, ne? Das ist echt die Hölle. Ja. Ich habe ja auch hier diese Hoka, Hoka GTX habe ich. Diese, also die wasserdichten. Die Gore-Tex, ja. Gore-Tex, die Hoka Gore-Tex hatte ich mir extra geholt. Da habe ich ja ein bisschen Beispiel von deinen Videos genommen mit den Schuhen. Ja. Hey, ganz ehrlich, super gut und bequem, ne? Aber nach zwei Wanderungen, ne, waren hier oben schon in der Knickfalte, ne? Weil die Gore, hier diese, ich weiß nicht, ob es Gore-Tex. Diese Gore-Tex-Membran, ne, schon kaputt. Okay. Oh. Sonst ist es schon aufgerissen gewesen. Also ich halte davon auch grundsätzlich gar nichts. Mhm. Gore-Tex schön und gut, aber wenn du da den ganzen Tag durch den Regen läufst oder durch den Bach wartest, dann bringt die beste Gore-Tex nichts. Mhm. Also, so, ja. Meiner Erfahrung nach, selbst wenn der Schuh komplett nass ist, weil ich durch irgendeinen Bach laufen musste, ja, weil mich Garmin mal wieder fehlgeleitet hat, nach 10 Kilometern sind die wieder trocken. Mhm. So, ne? Ja, durch die Fußwärme schon allein. Genau, ja, durch die Bewegung ist die Luftzirkulation, ruckzuck wieder trocken. Also deswegen mache ich mir da null Gedanken drüber, ne? Füße trocken zu halten. Ja, das habe ich ja gesehen, als wir da in den Kanal da rein sind. Ja. Stimmt, ja. Ich ziehe mir eiskalt noch andere Socken an, andere Schuhe an. Sebastian, ach, scheißegal, da trocknet auch wieder. Ja, hast du auch recht. Aber wie gesagt, Feuchtigkeit versuche ich nach Möglichkeit von vornherein zu vermeiden. Ne? Ja. Ja. Ja, ich hab da sehr schlechte Erfahrungen halt mit, ne? Mhm. Weil ich hatte da echt danach so diese, wie nennt man sie? Badehaut? An den Füßen, ja, diese. Ja, schrumpelt, weil die Haut aufgeweicht ist, dann braucht ihr natürlich mehr Volumen. Da ist richtig die Haut, die ist richtig abgezogen. Also, das war nicht schön. Ja. Wie war denn deine Fußpflege? Super. Bringt das was? Also, der fühlt sich gut an. Einige Stellen hat es auch schön weich bekommen wieder. Mhm. In Fersen hat es nur ganz wenig gemacht. Ich habe extra gesagt, also nicht so viel machen, weil ich da eine Befürchtung hatte, dass genau an den Stellen sich dann wieder Blasen bilden. Mhm. Aber an den Zehen und so hat die wunderbar umgedoktert. Ja. Ich gehe auch wieder hin. Ja, ich habe mir das auch mal überlegt. Das ist schön. Also es ist jetzt nicht so schlimm, dass es so notwendig wäre, aber ja, why not? Also. Du kommst auch mal in Kontakt mit anderen Frauen wieder. Wobei, je nachdem, ne, weiß man ja nicht, kann man sich ja aussuchen. Ne? Ja. Ja, ich habe auch von anderen gehört, ich soll mal die Vanessa Blank einladen und wen auch immer. Also, ja, kann man alles machen. Aber wie gesagt, die hat ja gerade mit ihrem OLED-Dings da. Ja. Ich habe das Video nicht gesehen, aber ich habe tatsächlich direkt an dich gedacht. Aber ich habe mir das Video von ihr nicht angeguckt. Ja, ich habe es mir angeguckt, weil sehr, sehr viele Zuschauer mir geschrieben hatten, auch über Instagram und E-Mail und in den Kommentaren, was ich davon halte von ihrem Video. Ne? Mhm. Also ich kenne sie so, ja, habe ein paar Videos von ihr gesehen. Jetzt habe ich mir das Video auch mal speziell angeguckt. Mhm. Ihre Erfahrung hat sie mitgeteilt, ja, das konnte ich jetzt so nicht teilen. Also nur zur Hälfte. Ne? Also das wichtigste Punkt, was sie gesagt hat, dass die Lampen von OLED qualitativ minderwertig wären. Und das würde ich so nicht unterschreiben. Mm. Vielleicht hat sie wirklich Pech gehabt und immer nur Montagsgeräte bekommen, weiß ich nicht. Kommt auch darauf an, wie oft die Lampen im Einsatz sind vielleicht. Vielleicht hat die wirklich 24-7 im Dauereinsatz. Mm. Und ich halt nur am Wochenende auf einer Wanderung. Weiß ich nicht. Also ich kann keine Probleme in der Qualität feststellen. Ne? Ich habe hier so eine kleine, diese kleine kostenlose Lampe, die sie da mal verschenkt haben. Die IT3 EOS. Ne? Die habe ich am Schlüssel. Ja, genau. Ich habe die am Schlüsselanhänger, da knallt jeden Tag der Schlüssel vor, da ich schmeiß den auf den Tisch und alles, ne? Läuft. Und die ist auch verdammt hell, ne? Ja, die ist super. Die hat jetzt zwei Stufen, ne? Die hat jetzt zwei Stufen. Du kannst die aufdrehen. Ja. Dann hat die eine leichte Stufe und dann kannst du die nochmal ein bisschen weiter. Zudrehen. Zudrehen. Dann kommt erst die leichte Stufe und dann noch weiter reindrehen und dann hat die eine ganz starke Stufe. Ja, ja. Und richtig cool. Und die ist auch per USB, hier mit so einem Micro-USB ist die ladbar, ne? Ja, das ist aber eine andere, die du meinst, weil ich habe diese kleine Schlüsselleuchte, da kommt nur eine AAA-Batterie rein und da kannst du nichts von außen anschließen. Echt?
Ich habe auf jeden Fall. Ich habe noch nicht festgestellt. Also du kannst du schraubst quasi das Leuchtmittel vorne ab und dann kannst du das rausziehen und dann kommt so ein kleiner USB-Stick, kommt dann so ein kleiner USB-Eingang kommt dann zum Vorschein oder USB-C. Ja, kommt bei dir ein Akku rein oder? Kann, weiß ich gar nicht. Eine AAA. Kann ich gar nicht aufmachen. Guck mal, das ist meine, die ich immer dabei habe, wo ich eben erzählt hatte, Messer und Taschenlampe. Die hat glaube ich irgendwie 150 Lumen oder irgendwie sowas insgesamt, zwei Leuchtstufen auch. Ja. Die ist auch wasserabweisend. Ist die auch von Olight? Nee, die ist von LED-Lenser. Ja, LED-Lenser auch gut, ja. Die kommen auch aus Solingen. Die habe ich auch mal angeschrieben. Lass mich mal beraten, was ich da nehmen könnte. Kam dann ganz plump einfach nur ein Link. Ja, okay. Hallo, wir empfehlen die. Das ist Kundendienst. Das ja, ist Kundendienst. Nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ja. Ich habe diese, die mir empfohlen wurde, um das der Fairness halber zu sagen, das ist auch die mir empfohlen haben. Aber ich habe sie dann nicht direkt bei LED-Lenser gekauft, sondern woanders. Weil ich das dann irgendwie, ich fand es halt scheiße. Weißt du, wenn die schreiben würden, sehr geehrter Herr Müller, vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerne wollen wir Ihnen weiterhelfen. Wir empfehlen Ihnen aufgrund der. Ein bisschen Smalltalk. Ja, ich finde, das gehört halt genau dazu. Ne? Ja. Ja, war halt nicht. Schade eigentlich. LED-Lenser ist auch gut. Da hatte ich mir, die gibt es auch schon mit länger, die Firma. Die waren auch mit die ersten Hersteller, die solche Lampen hergestellt haben, die mit LED funktionierten. Mhm. Da hatte ich mir damals eine geholt, die hatte drei blaue Leuchtdioden drin. So richtig dieses ultrafuturistische, spacige Blau. So, ne? Da bin ich früher immer auf Goa-Fete rumgelaufen. Ne? Hab die leider irgendwann verschlammt. Ja, die war richtig cool. Dieses blaue Licht konntest du zu nichts gebrauchen. Wo du hingeleuchtet hast, du konntest nichts mehr erkennen, weil es so hell war und auch alle Farben verfälscht hat. Ne? Aber es war geil. Ja, und du kannst vorne halt eben, wenn du ziehst, kannst du halt eben zoomen oder fokussieren. Ganz gut, ja. Aber auch ein sehr, sehr kaltes Weiß. Ne? Ja. Das Problem haben viele auch. Das mag ich bei Olight auch nicht. Das Licht ist mir zu kalt. Mhm. Ich finde die halt klein handlich. Also für mich reicht das. Und die hat mir das ein oder andere Mal schon den ein oder anderen Take tatsächlich ausgeleuchtet. Mhm. Als ich die, was war denn das, Klingenfahrt irgendwo da oben, Schloss Burg entlang. Da ist der Lunzhammer, vielleicht sagt ihr das was. Ja, ehemaliger Produktion von hier Messern und sowas meine ich. Und da konntest du, das war abgesperrt, und da konntest du quasi so ein bisschen runterschauen, in den Keller oder was das sein soll. Aber du siehst natürlich, mit deinen Augen siehst du natürlich, was da ist. Aber ohne Taschenlampe kriegst du mit der Kamera nichts hin. Und dann habe ich da reingeleuchtet und ich war so glücklich, dass ich die dabei hatte. Du hast natürlich trotzdem nicht viel gesehen, aber schleppst die 100 Mal mit und dann brauchst du sie endlich mal. Dafür habe ich sowas halt eben immer dabei. Genauso wie das Messer. Das Messer kannst du ja wirklich für alles Mögliche verwenden. Ja. Wenn dir langweilig ist, dann nimmst du dir einen Ast, schnitzt du den einfach runter oder machst dir dein Essen, schmierst dir dein Brötchen oder was auch immer. Ich sitze auch zu Hause im Wohnzimmer, schnitze einen Stock, weil ich voll gerade langweilig ist. Habe ich tatsächlich schon mal gemacht auf dem Balkon mal. Ja. Einfach aus Jux und Dollerei. Ja. Wollen wir noch die dritte Frage machen? Hau raus. Ich lasse diesmal den Sebastian Vortritt. Okay. Wohin möchtest du unbedingt mal reisen? Also welches Land, welche Stadt? Also ich würde tatsächlich sehr gerne nochmal nach Tschernobyl. Und ich würde tatsächlich auch den Mond oder den Weltraum jedem Ziel auf der Erde vorziehen. Das stelle ich mir auch sehr speziell vor. Spannend. Ja. Vor allem die Reise in den Weltraum. Diese, sich auch mit der Technik da, mit dieser Raumfahrttechnik mal zu beschäftigen, diese unfassbare Beschleunigung der Rakete zu spüren, das würde ich allem auf der Erde vorziehen. Wobei aber Tschernobyl, jetzt wo du sagst, das war auch eins der ersten Videos, was ich gesehen habe, das war auch schon äußerst spektakulär. Ne? Ja, das ist auch wirklich ein besonderer Ort. Ja. Ja, vor allem wenn man selber weiß, du warst ja damals auch noch, du warst ja auch so 5, 6 oder wie alt warst du damals? Ne? Ja, also ich war in dem Alter, wo ich es nicht wirklich mitbekommen habe. Ich habe, nachdem Tschernobyl, diese Serie auf Sky rauskam, da wurde mir das wieder so ein bisschen bewusst. Dann habe ich meinen Vater mal gefragt, wie war das denn? Gab es da irgendwie Maßnahmen oder was war da? Ne? Also er hat mir erzählt, da ist nicht wirklich viel kommuniziert worden. Das ist ja auch relativ lang erstmal geheim gehalten worden. Und aber laut seinen Aussagen, woran er sich erinnern kann, ist da nicht wirklich viel Warnung oder sowas notwendig gewesen. Ne? Die haben das ja alles vertuscht. Naja, so laut der Serie zumindest, ne? Haben sie das größtenteils vertuscht. Man wollte sich natürlich keine Fehler eingestehen, ne? Gerade dem Westen gegenüber. Ne? War ja auch eine politische Sache, die damals da passiert ist. Ne? Ja, stimmt. Tschernobyl ist doch tatsächlich auch sehr, sehr interessant, ja.
Und willst du auch nach Tschernobyl? Nein, ich glaube nicht. Also Tschernobyl eher nicht. Ich bin eher so ins Weite, also hier. Ich würde gerne mal nach Neuseeland. Oh ja. Ne? Also das wäre mein absolutes Traumziel mal. Ne? Ist echt weit, ne? Also ist das weiteste, was du wegfliegen kannst. Ja. Warst du schon mal da? Ne, leider noch nicht. Ne? Also das würde ich echt gerne mal, das ist mein Traumziel. Dann Australien und Kanada. Also das sind die zwei Sachen. Ja, Australien, Kanada, Alaska, sowas, das reizt mich tatsächlich auch. So wirklich fernab der normalen Zivilisation. Ja, das ist landschaftlich. Für eine gewisse Zeit, glaube ich, finde ich das sehr, sehr interessant. Ja. Wenn du da wirklich mit dem Nötigsten auskommen musst, zwangsläufig. Also ich spreche nicht von Survival oder irgendwie sowas, sondern ja, mal so die raue Natur zu spüren. So, ja. Ne? Mhm. Wenn du überlegst, ich habe mal hier Alaska, was war das denn? Irgendeine Dokumentation, Goldgräber. Wo die mit Flugzeugen da irgendwelche Sachen beliefern, weil da wirklich kilometerweit nichts ist. Ja. Puh, das sind so Weiten. Also ich will ja nicht sagen, du kannst dich da ausleben, aber das ist ein sehr besonderer Lebensstil. Ja. Hey, der mir doch hin und wieder mal ganz gut gefällt. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, für eine gewisse Zeit das mal zu machen. Ne? Das mal zu machen, ja. Als Erfahrung. Ja. Nicht mein Leben lang, aber ja, tatsächlich würde ich das auch gerne mal machen. Ja. Ich hätte da zwar überhaupt keine Ahnung von, wie ich da irgendwie in irgendeiner Weise überleben sollte, ne? Aber wenn du in der Situation bist, dann wirst du das, glaube ich, schnell lernen. Klar, ne? Aber also wenn es wirklich so eine richtige Überlebenssituation ist, dann kommen, glaube ich, auch Qualitäten und Fähigkeiten raus, wo man selber gar nicht von geahnt hat. Mhm. Wenn du weißt, boah, wenn ich das jetzt nicht hinkriege, sterbe ich hier, dann kommen da schon Reserven raus. Ne? Ja. Ja, das stimmt, ja. Ja, aber ich rede ja, wie gesagt, nicht von Survival, also dass du dich da vielleicht irgendwie ein paar Leuten anschließt, die da regelmäßig irgendwie, was weiß ich, mit ihren Huskies da unterwegs sind. Das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Ich hatte halt gedacht, so ein schönes, so eine Blockhütte am See, in Kanada jetzt zum Beispiel. Ne? Mhm. Neuseeland, weiß ich, so Neuseeland ist ja bekannt, ich glaube, das war, wo da Herr der Ringe gedreht hat, an diesem Auen. Ne? Herr der Ringe, genau. Also sowas würde ich in Neuseeland gerne mal sehen wollen. Ne? Ja, und Kanada, Blockhütte, schön hinterm See, wie man sich das vorstellt, so mit schönen See, Berge im Hintergrund, also das, ne, so. Also als ich Breaking Bad das erste Mal gesehen habe, die fünfte Staffel, die letzte Staffel, wo er da einsam in dem, irgendwo in, wo ist er denn da, ich weiß nicht, in welchem Bundesstaat, in seiner Hütte da fernab von jeglicher Zivilisation war, da hab ich mir gedacht, boah, geil. Aber, ja. Und nochmal nach New York. Da war ich schon, also New York war. Nee, New York, cool. Also Amerika war ich generell noch gar nicht. Ich war mal in Indianapolis und Florida. Mhm. Auch cool, ne? Indianapolis war Schüleraustausch, aber ich bin 15 geworden in dem Jahr. Florida war ein Jahr vorher, da war nur zum Vergnügen, die ganzen Parks da abgeschlappt. Mhm. Disneyland, Epcot Center, wie sie alle heißen. Du warst auf dieser einen sehr bekannten Achterbahn in Florida. Ich frage mich nicht, wie sie heißt, aber das soll doch die höchste Achterbahn der Welt sein, oder? Ich weiß, also ich kann mich nur erinnern, da gab es den Tower of Terror, so ein Fahrgeschäft vergleichbar wie Mystery Castle, aber du fährst da wirklich in so einem, halt mit einem Aufzug komplett durch so ein Labyrinth durch oder was, und dann fährst du in den Schacht rein und dann gehst du. Okay. Das war schon cool. Und vor allen Dingen hast du nur so einen Bügel über den Lendenbereich, so, ne? Nix hier über den Schultern und Kollege von meinem Vater, der mit war, da war so ein ganz dürres Handtuch, so wie du. Der wäre da bald rausgerutscht wie so eine Briefmarke. Ne? Oh Mann. So punkto Sicherheit, das war noch 90er Jahre halt. Ne? Ja, ich glaube, da gab es die noch gar nicht, diese Achterbahn. Ist das nicht die so hoch? 90, und dann hat die diesen Überkipp. Du meinst die King Dakar wahrscheinlich, die ist in New Jersey. Also die fährt im Grunde ist das wie ein Oval, aber nur so hochgeklappt, ne? Nee, schießt drauf zu, senkrecht hoch, oben eine 180 Grad Drehung und senkrecht wieder runter. Nee, die meine ich nicht. Das ist, du fährst ganze Zeit ganz langsam hoch, bis auf 120 Meter oder so, weiß ich nicht, hundertprozentig. Und dann geht die. Ach, auf die geht dann so nach 110. Innen einmal, ne? Also die geht über. Also wir quasi zurück. Ja. Die geht quasi oben runter und dann geht die so zurück und dann ganz runter. Auf 120 Meter, glaube ich, ist die hoch. Coole Nummer, ey. Also sofort einsteigen. Und ich meine, die ist in Florida. Sofort einsteigen, die haben es vielleicht später gebaut. Ja. Das war 97, als wir da waren. Ne? Ja, dann auf jeden Fall später. Da, keine Frage, sofort rein. Ja.
Also ich musste mich tatsächlich bei Black Mamba in Phantasialand dazu überwinden, weil ich normalerweise kein Fan von Schrauben, Loopings und sowas bin. Achterbahn generell ja, aber wie gesagt, Loopings... Aber spürst du ja gar nicht. Ja, ja, aber ich saß dann einmal drin, ich denke, komm, musst du einmal machen, ne? Das war so arschgeil. Ja, du musst jetzt aber auf die neue gehen. Und dann habe ich gesagt, ey, komm, lass uns direkt nochmal anstellen. Da war quasi die Angst weg und du hattest deinen Spaß und dann... Ja, Black Mamba, als sie neu war. Aber die ist ziemlich hart. Also die der wird so durchgeschüttelt halt. Ne? Das finde ich halt anstrengend. Aber von den G-Kräften her ist sie schon nett. Ja. Die neue, aber wann weiß Phantasia das letzte Mal? Das ist, keine Ahnung. Die neue bist du schon gefahren? Die neue bin ich schon. Die ist ja mit der stärksten Beschleunigung. Die ist richtig, richtig cool. Die hat so eine starke Beschleunigung, dass du halt diesen Tribble-Effekt im Bauch bist. Die, wo du so drin liegst? Das ist die ganz neue, glaube ich. Dann meinst du die Taron? Taron, genau. Ja, so, ja, die wir auch schon gefahren, genau. Ja, mit dem Booster zwischendrin. Ja, mit dem Booster. Die ist so cool. Die macht mir richtig Laune. Die ist so cool, ja. Die bin ich damals das erste Mal gefahren. Die hat mir gerade aufgemacht. Vor 2 oder 3 Jahren war das ja, ne? Oder 4, ja, schon ein bisschen was. Und ich denke, komm. Alles unterwegs, hab bei der ersten Fahrt, ich wusste gar nicht, was passiert, Handy ausgepackt. So, ne? Und dann noch, ich hatte das in Sandwich-Modus, das zweite Handy von meiner Freundin, drangeklatscht, nach vorne und nach hinten gleichzeitig gefilmt. Dann, so, ne? Dann hab's dann geschafft, ohne was zu verlieren, während dieser Fahrt alles zu filmen. So, ne? Das war geil. So eine geile Bahn. Cool. Ne? Die ist nicht schlecht, oder? Dieses Kribbeln, wenn die so extrem beschleunigt, das ist... Ja, ja, das ist toll, ja. Beschleunigung finde ich auch richtig cool. Kann man nicht anders sagen, ja. Habt ihr noch Fragen? Wo siehst du dich mit deinem YouTube-Kanal in 2 Jahren? Kann ich nicht sagen. Ich lasse es passieren, wie es passiert. Ich habe keine konkreten Vorstellungen und Pläne, so wie Fritz Meinecke, der irgendwie unbedingt 1 Million Abonnenten haben will. Nee, so konkrete Pläne habe ich nicht. Ich mache das, wo ich Spaß dran habe. Wie bist du zum Wandern und zum Verfilmen gekommen? Zum Wandern bin ich gekommen, indem ich 2016 meiner Tochter in der Eifel war. Die hatte unbedingt den Wunsch geäußert, sie möchte gerne mal wandern gehen und zelten gehen. Da habe ich mir gedacht, oh, das ist eine coole Sache, ein bisschen zelten, ein bisschen wandern. Dann sind wir ins Eifelcamp bei Blankenheim. Haben uns da schön ein Zelt aufgebaut und ich weiß gar nicht, ob ich da schon Komoot hatte. Ich glaube, am Anfang habe ich das mit Outdoor Active geplant. Und dann habe ich eine kleine Runde geplant. 3, 4, 5 Kilometer. Du bist im Übrigen letztens auch bei einer deiner Wanderungen da an dem Eifelcamp vorbei, okay, in Blankenheim. Wahrscheinlich am Weg zum Mosel, ne? Ja, ja, ich glaube, das war sogar die Wanderung. Und nach einem Kilometer sagt sie, ich habe keine Lust mehr. Das ist doch keine Wanderung. Ja, und dann waren wir halt eben wieder zurück, da habe ich schon in Solingen gewohnt. Ja, und dann habe ich mich so ein bisschen mehr damit beschäftigt. Und ja, was sind denn hier für Wanderwege in der Nähe, ne? Kam ich direkt, Klingenpfad. Perfekt. Der läuft quasi mehr oder weniger vor der Haustür entlang. Direkt mal geguckt, wo können wir starten? Grefrather Marktplatz, einmal hoch, Grefrath runter, Kohlfurt, Münchner Brücke, Schlossburg. 15, 16 Kilometer. Gibt es im Übrigen auch ein Reaction-Video. Okay. Das war, glaube ich, auch das erste Video, was ich so in der Form gefilmt habe. Grottenschlecht. Aber so ist es halt. Ja, die ersten Videos sind immer sehr speziell. Und dann war ich nach den 15 oder 16 Kilometern am Ziel, Schlossburg oder Unterburg. Ich war sowas von am Arsch. Ich hatte schwere Lederstiefel an. Ich habe zu wenig getrunken, ich habe zu wenig gegessen. Es war komplett ein absolutes Chaos. Dann war ich erstmal zu Hause und konnte wirklich 3, 4 Tage mich kaum bewegen. Aber da macht man sich so Gedanken, so, ja, was gibt's denn für Ausrüstung? Was gibt's für Schuhe? Ja. Ne, dann arbeitet man sich so ein bisschen in die Materie ein und dann verbessert man sich, dann versucht man regelmäßiger zu laufen und dann bekommt man mit der Zeit auch eine gewisse Kondition. Und dann sind so 30 Kilometer oder 40 Kilometer natürlich immer noch viel, aber es ist für mich nicht konditionell so fordernd, wie es vor 3, 4 Jahren mal war. Ja, ich glaube, das ist nicht mal die Kondition, ne, die das hinterher macht. Also ich finde, man hat konditionell ziemlich schnell aufgebaut. Es ist, glaube ich, eher der Körper, der hinterher sagt, so mit Wehwehchen und sowas, der sagt, nee. Aber Kondition,
geht. Hätte ich jetzt nicht. Ja. Krämpfe, ja, Schmerzen, die halt. So nee, Sachen. Ne? Krämpfe und sowas und Blasen habe ich echt äußerst wenig Probleme mit. Hm. Ich muss Magnesium und Salz mitnehmen. Ja, ich weiß. Ich habe mir jetzt wieder einen neuen Bügel geholt, hier mit diesen Leerkapseln, Gelatinekapseln. Mm. Die mache ich dann mit Meersalz voll. Ja. Ich trinke immer Gerolsteiner Medium. Da sind 108 Milligramm Magnesium pro Liter drin. Das Naturell, was du hast, wenn du da mal drauf guckst, da sind, keine Ahnung, 15 drin. Das verstehe ich im Übrigen auch nicht. Wie kann das denn sein, dass das, hallo, dass das gleiche Mineralwasser, ganz egal, ob das... Die müssen ja nicht zwangsläufig aus der gleichen Quelle kommen, nur weil Gerolsteiner draufsteht. Aber die habe ich also nur geholt, weil hier der Trinkschlauch drauf war. Ja. Auf die Vitell-Flaschen passt ja nicht. Also, Gerolsteiner, Verzehr, aus der Quelle Naturell. Hm. Die Quelle heißt Naturell, was? Ja, dann ist das tatsächlich eine andere Quelle. Quellname Naturell, Quellort Gerolstein. Dann gibt es vielleicht verschiedene Quellen. Vielleicht ja. Ist das Medium schon mit natürlicher Kohlensäure drin. Na gut, das kann sein. Ja? Weil das Problem mit dem Trinkschlauch ist halt, wenn du kohlensäurehaltiges Wasser nimmst, das kommt an allen Seiten raus. Deswegen schüttel ich das erst 5 Minuten lang und lass immer wieder Kohlensäure ab. Ja, das hatte ich ja gestern gefragt, ne, ob das da selber rauskommt, weil ich habe noch nie so einen Trinkschlauch benutzt. Ne? Ja, ja. Ob es irgendwie da so einen Mechanismus gibt, der das da irgendwie... Ja, hier, aber, hier so ein Nüppchen, das ist dieses Dreieck hier. Ja. Das quasi... Wenn du es zusammendrückst, ist es ein Schlitz, genau. Dadurch saugt deine Luft nach, wenn du Wasser raustrinkst. Ah, okay. Damit die halt eben sich nicht so zusammendrücken und dann warm umbildet. Muss man reinkommen, weil das ist eben Luft. Ne? Ja, das ist kein Unterdruck. Ich glaube, das wäre was für mich. Also, damit ich mir nicht so eine Trinkblase hole, weißt, weil ich habe ja immer mehr Flaschen dabei. Ich glaube, das wäre was für mich. Ja. Dann nutzt Jörg seinen Affiliate-Link. Tut es noch was Gutes, ne? Ja, auf jeden Fall. So. Und wobei das aber auch... denke ich, mit Kohlensäure funktionieren müsste. Dann müsste eigentlich... Das funktioniert auch, aber dann kommt das tatsächlich hier raus, da. Ah, okay. Und sobald du hier das Ventil rumdrehst und drauf drückst, kommt es im Strahl da raus. Also, ja, das wäre die Idee, dann brauchst du nicht mehr saugen, sondern einfach nur einfach so Lippen drüber drücken und dann... Ja, genau. Weißt du, was ich dann mache? Schon wieder, da gibt es ja diese zwei, oder da gibt es sogar nicht 4 Liter Flaschen. Also 2 Liter habe ich schon mal gesehen, ja. Ja, beim Lidl kriegst du 2 Liter Flaschen. Ja, ja. Kommt aber auf die Höhe an, ne? Genau, also diesen weißen Schlauch. Den kannst du nur so gewisse... Du kannst den nur bis zu einer gewissen Länge rausziehen, ja. Hier wäre jetzt Ende. Ja gut, aber das reicht doch, oder? Ein bisschen in der Hand, ne? Ja. Na gut, muss dann mal geguckt werden, ne? Und was war die zweite Frage? Du hast einmal gefragt, wie ich zum Wandern gekommen bin und mit dem Film, ne? Genau. Wie bin ich zum Film gekommen? Boah, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Also wie gesagt, 2016 habe ich ja die erste Wanderung gemacht, Klingenfahrt Etappe 1 und 2. Und ich habe mir gedacht, komm, damals noch das S6, das habe ich im Übrigen auch dabei. Da wollte ich noch irgendwelche Fotos mitmachen, bin ich auch nicht zugekommen. Ich glaube, kein Bildstabilisator, das Bild ist schlecht, der Ton ist grottig. Ich habe es einfach gemacht. Also ich habe jetzt nicht gesagt, so... Oh, ich habe jetzt irgendwelche Videos gesehen, ich will das jetzt auch machen. Ich habe es einfach gemacht, ohne irgendwie jetzt... Nö. Ja. Du hast ja auch einen YouTube-Kanal, ne? Ja also... Genau. Ja, ich habe einen, ja. Hast du davor, jetzt noch da weiter auszubauen, oder... Also ich lade da schon meine Videos hoch und man kann mir auch gerne folgen und sowas. Der Link ist unten in der Videobeschreibung, meine Freunde. Schaut gerne mal vorbei. Dankeschön, genau. Es werden da jetzt wahrscheinlich nicht so super Hightech-Videos wie bei euch kommen oder sowas, ne, weil ich bin da wirklich gerade ganz, ganz, ganz am Anfang. Und ich bin auch, wie man merkt, wahrscheinlich ziemlich nervös, wenn ich dann selber rede und sowas. Ja. Das kommt alles. Das ist ein bisschen aber Routine auch. Größtenteils will ich halt, lade ich die Videos halt hoch für mich, dass ich halt. Für mich die Videos dann da habe, ne? Ich mag das mit dem Schneiden, das macht mir echt Spaß, das Videos schneiden, ne? Ich hole mir auch mal ab und zu mal Tipps, wie hier beim Sebastian mit der Musik und sowas halt, wie man die da drunter spielt oder wie, was ich da machen müsste und so. Und das ist ein cooles Hobby, also das macht richtig Spaß, ja, ne? Ja. Ich mache das auch sehr gerne, wenn dann so, du wirst das auch kennen, dann kommen wir von der Tour nach Hause, dann musst du erstmal, also ich dann von 3 Geräten
die Dateien übertragen. Vom Handy, von der Drohne und von der Actioncam. Ja. Dann kannst du erstmal sortieren. Und dann hast du Montagmorgen, hast Ruhe zu Hause, die Freundin ist zur Arbeit, Sohnemann ist im Kindergarten und du hast Ruhe und kannst dich damit beschäftigen. Ich finde das so richtig meditativ. Ja. Mhm. Gehst du vorher vielleicht ein Röntgen, 10 Kilometer, setzt dich dann gemütlich da dran, einen Schnitt. Ja. Ich mache das tatsächlich ein bisschen anders. Also ich habe leider nicht das Glück, dass ich, ich habe schon Zeit, aber ich habe jetzt keine festen Zeiten, wo ich das mache. Mhm. Ich mache das mal eine Stunde, mal zwei, je nachdem, wie es passt. Bei mir ist es so, wie du sagst, ich komme nach Hause, dann werden erstmal alle Daten auf die Festplatte kopiert. Mhm. Dann, wenn ich noch mit dem Handy gefilmt habe, kommen die in einen separaten Ordner. Und dann lade ich im Prinzip alle Videodaten in Shortcut rein und erstelle mir kleine Miniaturvorschauen. Denn mit 2,7K ist eine ganz schön ruckelige Angelegenheit. Ja, dann arbeite ich irgendwie mit 360p, da läuft das sehr flüssig, aber das dauert halt eben auch eine gewisse Zeit, bis er die Vorschauen erstellt hat. Ne? Das heißt, ich habe Zeit, während er die Daten auf die Festplatte kopiert, da kann ich irgendwas machen, das macht er selber. Und dann lade ich einmal die Videodaten in das Programm rein und bis der die Vorschauen erstellt hat, dauert entsprechend auch nochmal ein bisschen. Da wärst du dann mit GoPro besser dran, weil die erstellt dir direkt eine LRV. Ja, hast du mir schon erzählt, aber ich werde keine... Niemals GoPro, sehr gut. Ich würde es kategorisch nicht ausschließen, aber ich bin mit der Kamera äußerst zufrieden, was sie kann, für den Preis auch. Also, Also ausschließen würde ich es auch nicht, aber was ich halt mit GoPro erlebt habe, ist erstmal Feierabend. Mit der 9er so auf die Fresse geflogen, Entschuldigung. Deswegen bleibe ich da auch erstmal definitiv bei der Osmo, ne? Die Osmo Action. Die Osmo Action 2 soll wohl bald rauskommen. Da haben sie auch sehr lange Zeit gelassen mit. Soll wohl angeblich nur um ein GPS-Modul erweitert worden sein. Mhm. GPS-Modul finde ich mit das Unnötigste, was man so einer Kamera spendieren kann. Vor allem Batterieverschwendung, ne? Oder Akkuverschwendung. Ja. Oder setzt du dich heute Abend hin, wo waren wir denn hier, als wir das aufgenommen haben? Nein. Kann ich ja mal nachgucken. Ja, Schwachsinn, weißt du? Ja. Ich habe das auch, wo habe ich das denn auch? Ich habe noch eine alte Rollei Action Cam. Die habe ich aber nie benutzt. Das ist auch so. Da ist so ein GPS-Chip drin. Hm? Das erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe den deaktiviert. Ja, das ist nicht, weil ich will, dass die mich irgendwie tracken oder sonst irgendwas, sondern wegen dem Akkuverbrauch. Ja, es frisst Energie. Das ist Schwachsinn. Das habe ich tatsächlich über die Handyaufnahme, habe ich das, ne? Mhm. Da kann mein Handy, wenn das ich Fotos mache oder so. Das habe ich bei Fotos und Videos, habe ich das auch, ja. Das ist automatisch dann halt frag dir das kurz einmal ab, ist auch okay. Aber wenn du jetzt, so wie da, dauerhaft filmst, warum soll ich dann noch das GPS-Modul haben? Das ist Blödsinn. Das ist hier mit der Insta360, wenn du da GPS nicht aktivierst, weigert er sich, eine Verbindung zum Handy aufzubauen. Das heißt, du brauchst GPS, WLAN und Bluetooth, um ein Gerät zu verbinden. Ja. Das finde ich auch. Zeig mal. Schwachsinn, ne? Ich finde das halt cool, weil ich finde das hier bei mir cool. Ich mache die Videos über das Handy und habe sie quasi auf dem Handy und kann mit dem Handy meine Videos schneiden. Schickst du danach auf meinen Laptop? Cool. Das heißt, du schneidest nur auf dem Handy dann? Ich schneide meine Videos auf dem Handy. Ich habe halt wie. Habe ich am Anfang auch gemacht. Genau, mit InShot, Nee, ich habe das mit eigenes iPhone-Programm, iMovie. Mit iMovie kannst du auch auf dem Mac und sowas, kannst auch richtig sehr gute Videos machen, aber ich habe keine App. Ich habe beides. Ich habe MacBook und habe ja das Handy. Und ich muss tatsächlich sagen, ich möchte langsam anfangen, die Videos über das MacBook zu schneiden, weil es geht doch einfacher, wenn ich das über das MacBook mache, weil dann kann ich halt auch diese kannst mehr Spuren und Frame genauer arbeiten. Die Lieder runterlaufen lassen, weil momentan macht das Handy alles automatisch. Du kannst zwar auch die Spur runter, diese Musikspur runter machen, aber dann läuft die irgendwie komischerweise immer noch im Hintergrund weiter. Ja, also diese Handy-Apps habe ich auch sehr, sehr viele ausprobiert und ich bin und bleibe da. Auf dem Handy schneide ich auch schon mal ein Video noch. Ganz kleine Sachen haue ich ja schon mal mit raus und bin da wirklich auch beim Power Director hängen geblieben. Mhm. Das ist für mich nach wie vor das genialste Programm fürs Handy, um Videos zu schneiden. Mhm. Du hast da so viele Möglichkeiten, auch mehr Spuren und auch Bild in Bild, kannst die Größe anpassen, das habe ich so noch bei keiner App erlebt. InShot, die können das auch. Die haben mittlerweile auch mehrere Spuren, meine ich. Das war auch damals das größte Manko, weswegen ich hin und wieder mal womit habe ich die denn auf dem Rechner geschnitten? Da brauche ich hin und wieder mal eine zweite Spur. Wenn du mal irgendwas einblendest, du kannst ja nicht einfach einen Cut machen und das Bild einblenden, weil dann hast du keinen Ton. Und wenn ich den Ton verschiebe, auf jeden Fall wäre es zu kompliziert gewesen.
Und mittlerweile können die das auch. Mehrere Spuren, Bild im Bild und einfäden, ausfäden und also was da alles für Möglichkeiten gibt. Ja. So für Handy, da kannst du schon richtig fast schon an professionelle, also so auf YouTube Standard professionell halt mitarbeiten. Ne? Und die können auch 4K Daten mittlerweile exportieren und sowas alles. Und das alles für Nüsse, muss man so sagen. Klar, du kriegst am Ende, wenn du es exportieren willst, nochmal Werbung eingeblendet, 15 Sekunden. Mein Gott. Ist das vielleicht deswegen, warum ich die Werbung... Du sagst ja, bei mir in den Videos wird Werbung angezeigt. Nee, nicht die Werbung von deinem Schnittprogramm, sondern Werbung von YouTube wird eingespielt. Also, ich habe ein Video von ihm geschaut und sein Kanal ist nicht monetarisiert. Hm. Trotzdem wurde mir Werbung vor dem Video eingespielt. Das habe ich gelesen, das machen die tatsächlich hin und wieder, ohne dass du daran beteiligt wirst, ja. Okay. Ja. Da musst du, glaube ich, meine Idee zuerst, dass das an wegen Urheberrecht, dass die vielleicht Musik, Urheberrechte gekoppelt sind, weil dann wird definitiv Werbung eingespielt. Das kann sein, ja. Aber du sagst dir war nichts, ne? Aber du hast ja gesagt, du lädst die Musik von da und da runter zur freien Benutzung. Von iMovie die Musik, die da mit dabei ist. Und halt von YouTube die Musik, steht dann zur freien Benutzung. Genau, aber freie Benutzung heißt nicht automatisch monetarisierbar. Das heißt, da was du von Apple dir runtergezogen hast, dass Apple sagt, okay, kannst du benutzen, aber Werbegeld geht an uns. Das muss mal unten in der Videobeschreibung gucken, unter deinem Video. Normalerweise wird es dann eingeblendet, die Titel, was da verwendet wurde. Hin und wieder ist das so. Echt? Oder bei Apple direkt gucken, was die für Konditionen da haben. Aber solange der Kanal nicht monetarisiert ist, ist es ja im Grunde wurscht. Aber später halt, wenn du dann deswegen für ein Video keine Einnahme erzielst, ist das ärgerlich. Hm. Vor allem, wenn du das stundenlang geschnitten hast und ne. Na gut, dann muss man schon drauf achten. Gut, das ist jetzt auch keine. Ich habe jetzt auch gesehen, bei YouTube musste, wenn du da die Musik rausnimmst, kann es mal sein, dass du dann da drunter schreiben sollst, welches Lied du genommen hast. Das kommt drauf an, da gibt es zwei Kategorien. Kannst du filtern noch, ja. Genau. Aber da war ja jetzt lange Zeit, seit Dezember, deswegen bin ich auf Epidemic Sound gekommen. Habe ich einen Frank gefragt, Pilot Frank, der sagt, ja, hier Epidemic Sound, YouTube, Musik, da bist du irgendwann einfach durch, da hast du alles durch und ich versuche halt immer für jedes Video neue Musik zu finden. Ne? Aber Epidemic Sound eigentlich die beste Wahl, 13 Euro im Monat, Monetarisierung inklusive. Ja, ich muss nur sagen, bei mir ist echt mit dieser Musik, ich kriege das nur frei. Ne? Das weiß ich nicht. Da lasse ich das Lied die ganze Zeit durchlaufen, dann geht es mir hinterher mittlerweile, wenn ich mir die Videos im Nachhinein angucke, geht es mir selbst auf die Nerven, dass da die ganze Zeit dieselbe Musik läuft. Ne? Vor allen Dingen fängt das auch immer gleich an wieder. Mhm. Ne? Weil du kannst bei dem Programm, kannst du das auch hervorheben. So, dann spielt das Lied quasi wieder von vorne neu los. Und je nachdem, wie lang die Szene ist. Ich mache meine Sonnenbrille auf, ich hoffe, das stört dich nicht. Alles gut. Und je nachdem, wie lang die Szene ist, ne? Hast du da schon einen neuen Teil dabei, aber dann kommt wieder eine Sprachszene und dann gehe ich wieder auf Hervorheben und dann bams, fängt das Lied wieder von neu an. Ne? Das ist eine eigene Wissenschaft für sich mit dem Vertonen. Ich habe mich da auch mal ein bisschen eingelesen, wie man das aus filmwissenschaftlicher Sicht am besten macht. Also mit Musik ist es wohl so, du kannst Musik laufen lassen, dieser B-Roll immer, ne? Diese Szenen, die man so halt einspielt. Wenn dann wieder so eine Sprechpassage kommt, dann kannst du, während du das erste Wort sagst, oder die ersten paar Worte sagst, in der Zeit kannst du die Musik absenken. Nicht schon vorher auf Null, sondern schon während dem Sprechen. Weil das fällt dem Zuschauer dann am wenigsten auf. Ne? Ja, das ist auch harmonisch. Ne? Genauso wieder beim Einblenden. Du kannst auch ruhig schon die Musik wieder hochziehen auf den letzten Worten. Weil der Zuschauer, der Zuhörer halt im Grunde schon weiß, wie der Satz zu Ende geht. Ne, das ist ja auch Intuition. So, wenn Leute sprechen, weißt du sinngemäß, was kommen wird. Und dann ist der Fokus schon nicht mehr auf der Stimme. Dann kommt die Musik und dann wirst du als Zuschauer schon langsam abgeholt wieder. Du kriegst irgendwann ein Gefühl dafür. Ja, irgendwann. Also bei mir, diese Videoschneiderei, das macht mir auch sehr viel Spaß. Ja. Vieles ist aber Automatismus auch. Ich arbeite jetzt auch mit Shortcuts viel, ne? Shortcut mit Shortcuts. Sehr lustig. S ist für das Teilen eines Clips, X für Entfernen, Z für Entfernen, aber ohne alles zu verschieben und sowas alles. Habe ich mir auch ein paar programmiert. Das geht. Ratzfatz ist halt im Prinzip fertig. Ne? Okay. Und wenn ich wirklich den ersten Grobschnitt einmal durch habe, dann fange ich wieder vorne an. Lass wirklich jeden Clip nochmal laufen, um einfach zu gucken, ob das passt. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie noch so eine Handbewegung da drin habe oder manchmal ist es mir auch passiert, da habe ich dann einen Clip geteilt, habe aber dieses Stück, was weg soll, nicht gelöscht.
Ja, und dann gehe ich nochmal durch und dann kommt die Musik drunter, dann kommt noch das Instagram-Logo da drunter, dann kommt noch die Endcard am Ende mit dem Übergang. Also das mache ich mittlerweile anders, habe ich früher auch gemacht, so in mehreren Durchgängen. Mhm. Aber jetzt, mittlerweile mache ich jetzt so, wenn ich am Ende angekommen bin, ist das Video fertig. Also ich mache wirklich B-Rolls, meine Sprechpassage, B-Roll und das mittlerweile so, wird aneinandergefügt, vertont und dann ist das Ding fertig, okay, wenn ich durch damit bin. Ne? Also ich mache nicht erst so einen Grobschnitt, dann die Musik drunter, dann noch dies, dann noch das, in einem durch. Was ich ja manchmal mache, schau noch mal, wie das mit den Lautstärkepegeln ist. Dann gucke ich mir am Anfang an. Manchmal habe ich nämlich vergessen, wie ich den Pegel angepasst habe zu Beginn und am Ende, vor allem wenn dann zwei Tage dazwischen liegen, ist das schon, weiß ich nicht, dann muss ich das nochmal durchhören. Ja. So, meine Freunde, wir wollen langsam zum Ende kommen. Ich hätte gerne von euch mal gewusst, wie hat es euch gefallen? Ja, war super schön, eine gemütliche kleine Runde mit ein bisschen was zu essen, was zu trinken. Ja, gut, zu Ende gegessen haben wir das, also bei mir ist noch was drin. Ja, aber könntest du für den Rückweg mitnehmen. Genau, noch ein bisschen was mit jetzt. Ansonsten war es super schön, können wir gerne nochmal machen. Also schön. Ich fand's cool. Ja, ich hatte es ja auch von vornherein schon gesagt, das Format an sich finde ich eine coole Idee. Da ist was für einen Zuschauer dabei, der guckt Leuten zu, wie sie sprechen, hantieren irgendwas dabei, die sehen, da passiert was, der macht sein Essen, da passiert was, der isst gerade und so. Und das ist, denke ich, ganz schön anzuschauen, auch mit drei Perspektiven. Denke ich, hast du gut umgesetzt. Ja, bin mal gespannt, welche Gäste du als nächstes uns da präsentieren wirst. Ja, und genau darum geht's jetzt, wenn ihr mal Gäste werden wollt, dann würde ich vorschlagen, wenn ihr Interesse daran habt, schreibt mir gerne eine E-Mail natur-in-nrw@gmx.de oder schickt mir per Instagram eine Direct Message. Ich hatte das in einem der anderen Videos mal gesagt, dass man das Video gerne auch kommentieren kann. Ich habe mir aber überlegt, es ist über diese beiden anderen Wege per E-Mail oder per Direct Message deutlich besser, da in Austausch zu treten, als das irgendwie in den YouTube-Kommentaren da abzuklären. Also, wenn ihr Gäste werden wollt, schreibt gerne, wie gesagt, eine E-Mail oder eine Direct Message. Und dann kann ich eigentlich nur sagen, recht herzlichen Dank, dass ihr meine Gäste wart. Sehr gerne. Ja, hat mich sehr gefreut. Danke. Ja. So, dann wünsche ich euch in diesem Sinne einen angenehmen Tag und wir sehen uns garantiert im nächsten Video. Bis dahin, euer Jörg, Dominik und Sebastian. Madet Jod und tschüss. Genau. Und die beiden Kanäle sind selbstverständlich auch unten verlinkt. Ciao. Ciao.